Viel Vergnügen, live Weltpremiere, das erste Mal überhaupt Gameplay live zu sehen auf Twitch. Ich zeichne auch für YouTube von Songs of Silence, einem neuen Strategiespiel von Chimera Entertainment, einem für deutsche Verhältnisse recht großen Entwicklerstudio mit Sitz in München und zweiter leitenden Entwickler. Und Entwicklerinnen sind bei mir heute Abend zu Gast auf Twitch Ende September 2023. Das sind Laura Schäfer, die Game Designerin. Hallo Laura. Hallo, schön hier zu sein. Und der Creative Director und auch Game Designer Alexander Kehr. Hallo Alex. Hallo, es ist schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Wir zeigen euch eine Demo-Version des Spieles, die ihr demnächst auch spielen könnt. Das heißt, vom 9. bis zum 16. Oktober gibt es eine Demo, die ihr auf Steam runterladen und ausprobieren könnt. Das Spiel ist ein Strategie-Mix. Zeigen wir euch gleich von verschiedenen Strategie-Elementen. Also es gibt ein 4X-Gameplay gibt es mit Teilen des typischen 4X-Gameplays, also dass man eine Karte erkundet, Orte aufdeckt und dort Abenteuer erlebt. Schlachten oder Kämpfe werden ausgeschlagen in Echtzeit. Die Erkundung der Karte ist rundenbasiert. Das Spiel ist in einer einzigartigen Grafik und auch in einem einzigartigen Musik- und Soundmisch. Also ist einfach künstlerisch auch extrem ambitioniert, spielt in der Fantasy-Welt, die mich persönlich so ein bisschen erinnerte an Spätmittelalter, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Es ist primär halt ein Fantasy-Setting einfach hier. Und das Besondere besteht auch drin, es gibt auch Rollenspielanleihen drin, besteht darin, dass es relativ schnelle Partien sind, also eine Kampagnenkarte, wie wir sie gleich zeigen werden, kann man an einem Abend spielen, Schlachten da gehen relativ schnell. Es gibt auch Karten, aber es gibt kein Deckbuilding, also nicht so ein Aufbauen von einem Kartenset, sondern Spielkarten werden benutzt als Aktionskarten, werden freigeschaltet durch XP für Helden, helfen einem dann Städte zu boosten oder Kämpfe erfolgreicher zu bestehen. Schaut euch ja mal alles der Reihe nach an. Wenn man, Alex, die Essenz des Spieles versucht, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was könnte das sein? Was ist so die Grundidee? Was wollt ihr? Für welche Art von Spielern und von Spielerinnen ist das Spiel eventuell eines, das den Leuten gefallen könnte? Also die Essenz des Spiels ist ein sehr fokussiertes Strategiespiel. Wir wollen uns gerne auf das Aufbauen von Imperium und auf das Ausheben von Armeen fokussieren und das Austragen von Schlachten. Der Fokus ist primär auf diesem Armeen- und Schlachten-Aspekt. Man kann ein bisschen was in den Städten ausbauen und so weiter, aber das ist nicht der Fokus. Man baut da nicht 100.000 Gebäude rein. Wir wollen den Spielfluss eben am Leben halten. Er muss sich inspirieren lassen von einigen alten Klassikern, würde ich mal sagen, sowas wie die Warlords-Serie, schon ein bisschen älter. Also das ist so der Fokus. Und ich denke, unsere Zielgruppe sind sicherlich alle Leute, die Spaß an diesen Warfare, an diesen kriegsführenden Strategiespielen haben, aber auch Leute, die halt eben inspiriert werden durch die Story, die wir erzählen. Wir haben, glaube ich, eine sehr dichte Atmosphäre, eine sehr schöne Story-Kampagne mit wirklich interessanten Charakteren, die man trifft, interessante Welt. Also das ist etwas, was die Stärke unseres Spiels ausmacht. Es ist weniger Min-Maxing und Super-Details-Management. Trotzdem ist es nicht casual, das werdet ihr gleich erleben. Ich habe mich ein bisschen schon eingespielt und selbst für mich als einen etwas erfahrenen Strategiespieler habe ich mir zu Beginn ein, eventuell noch zu sehen, nee, ich habe es weggewischt, ein blutiges Näschen geholt. Fertiges Spiel wird natürlich auch auf Deutsch sein. Der Unterschied hier, was es an Features in der Demo noch gibt, kann man sich anzeigen lassen. Es gibt im Endeffekt sehr viele Einheiten, mehr als 100. Es gibt viele Helden, die man dann später spielen kann in verschiedenen Heldenklassen und so weiter. Und es gibt verschiedene Spielmodi. Laura, es gibt natürlich Einzelspieler, Skirmish-Karten, also das Spiel auf Zufallskarten vermute ich mal, wird freigeschaltet, wenn man die Kampagne durch hat. Und es gibt auch Multiplayer. Was kannst du uns über Multiplayer und über den Skirmish-Modus sagen, bevor wir dann loslegen mit dem Aufgalopp der Kampagne? Genau, also jetzt erstmal in der Demo wird die Skirmish-Map allein gegen AI möglich sein. Also es wird 3 Parteien auf einer Map geben, der Spieler und 2 AI-Parteien. Aktuell kann man leider nur eine Faction auch spielen in der Demo. Wir wollen uns ja auch noch ein bisschen Überraschung dann aufheben für das fertige Spiel, nicht wahr? Genau, aber im Full Release wird es dann auf jeden Fall auch Multiplayer geben. Also man kann mit bis zu 6, also insgesamt 6 Spielern spielen. Es wird auch 2 Seiten der Map geben, auf denen die Spieler starten können. Weil in unserer Lore ist eben auch verankert, es gibt 2 Welten und dementsprechend gibt es auch 2 verschiedene Map-Seiten, zwischen denen dann gewechselt werden kann. Das ist vielleicht so ein kleiner Clou bei unserem Spiel. Genau.
Wir legen mal los, zeigen euch jetzt zum Auftakt der Kampagne, eine Kampagnen-Map werden wir spielen, einen kleinen Film. Der ist noch nicht untertitelt, aber macht euch keine Sorgen, schaut mal hin, hört mal hin und danach erklären wir euch nochmal genauer, worum es da gerade ging und legen einmal los mit diesem Film hier. I will never forget the last days of Arengard. The day the Purgatory came. The day our homeland was devoured by silence. The day everything turned to dust. Und es beginnt hier eine Schlacht, die werden wir auf jeden Fall verlieren. Eine Echtzeitschlacht ist der Auftakt der Kampagne. Unten sitzt Karten, die man draufziehen kann, die verschiedene Effekte haben auf die Feinde oder auf die anderen. Die haben einen Ladebalken. Das Spiel zeigt mal so ein bisschen, worum es hier geht. Wir sind links die Blauen, von rechts kommen die Roten und die sind uns deutlich überlegen. Es ist halt ein Blick zurück in die Geschichte. Und die werden ja so allmählich halt gestartet hier, die Karten. Die können wir uns später in aller Ruhe angucken. Die werden im Laufe der Zeit freigeschaltet. Das, wie gesagt, das geht ja auf jeden Fall düster aus. Das können wir nicht stoppen. Und das verlieren wir auf jeden Fall. Das ist einfach Teil der Handlung hier. Wir werden gleich alle massakriert. Wir werden dann emigrieren. Da ist die kurze Schlacht auch schon vorbei. Das ist so ein bisschen ein Vorgeschmack von dem, was im Laufe der Zeit geben wird. Und ein Stück Story wird weitererzählt. Only I remained to protect the survivors of our once mighty kingdom. But in my darkest hours, doubt took hold. How can I lead these people? Where to? Am I really worthy to be their queen? In my moment of despair, a golden light appeared from above. It was Isla, a holy celestial bird who had once guided my mother. I hear you, faithful guardian. Please, show us the way. And so Queen Lorelei of Arengard sets forth to lead her subjects towards an uncertain future. In the distant realm of Elbin, she hopes to meet Lord Hauser, a loyal friend of her late father, who is now serving as cleric and aide to Elbin's monarch. Surely the old man will understand her plight. At long last, the people of Arengard arrive at their destination. Yet something seems off. Elbin's roads, fields, and villages are deserted, and the air is rent with the sound of battle. So, wir kommen an unserem Ziel an und Laura ist wahrscheinlich so freundlich und fassen uns mal kurz zusammen, was wir gerade gesehen haben und was die Situation ist, in der wir uns mit unserer Heldin jetzt finden im Exil. Genau, also zu Spielstart lernt man die Hintergrundgeschichte von unserer Königin Lorelei kennen. Die hat ihr Heimatland verloren in einem Kampf gegen den Crusade. Das ist eine neu aufkommende, ja, fanatische Religion, die ihre Heimat überfallen hat und die diese Purgatories steuert, die man hier auf dem Artwork auch schön sieht. Also die fressen tatsächlich ganze Landstriche auf und lassen nur die Stille zurück, was ein Konzept in unserer Welt ist. Also die fressen im Prinzip die Lebensenergie aus der Welt. Und unsere junge Königin Lorelei ist jetzt als letzte Überlebende der Königsfamilie auf dem Weg zu ihrem vertrauten Hauser, der ein Hierophant in einem benachbarten Königreich ist. Das ist ein alter Vertrauter ihrer Eltern und sie versucht dort die letzten Überlebenden ihres Königreichs in Sicherheit zu bringen. Und starten wir. Legen einmal los und hier starten wir jetzt. Und im Chat gab es schon lobende Worte für den einzigartigen Grafikstil, darüber reden wir nachher noch ein bisschen mehr. Das ist eine Stadt unserer Verbündeten, da geht es jetzt rüber und ich erkläre mal ganz kurz das Interface. Wir starten damit links oben mit drei Ressourcen im Spiel. Das ist Gold, dann eine mythische Ressource, über die reden wir nachher mehr, und Steine oder allgemein Baumaterial für
das Bauen von Gebäuden in Städten beispielsweise notwendig. Wie wir die generieren, diese Ressourcen, entweder dadurch, wenn wir Städte erobern, durch bestimmte Gebäude, die drin, die wir drin platzieren können oder die wir vorfinden und die dann Runde für Runde, auf der Strategiekarte ist man rundenbasiert unterwegs, solche Ressourcen hinzukommen. Links unten seht ihr, das ist im Augenblick sitzen die beiden davor, aber ich schwöre, das ist da, der einen Runden weiter Button und außerdem noch Buttons für die einzelnen Fraktionen. Links sind alle Armeen aufgelistet, die wir haben, im Augenblick ist nur eine. Wenn man einen Rechtsklick macht auf eine Stadt oder auf eine Armee, kann man die inspizieren. Und das gilt auch für die Einheiten. Rechtsklick auf eine Einheit, man sieht dann eine schöne Grafik und man sieht die Einheitenwerte. Power ist allgemein die Kampfstärke. Dann haben die noch manchmal auch Spezialangriffe oder die haben eine bestimmte Anzahl von Lebenspunkten oder die haben eine bestimmte Art von Rüstungsstärke, von Defensivsachen und wie fix sie sind in der Schlacht und auch auf der Strategiekarte. Auf der Strategiekarte gilt, die langsamste Einheit innerhalb einer Armee beeinflusst, wie viele Bewegungspunkte die Armee insgesamt hat. Und wir können hier, das ist unsere Armee, die können wir dann nachher auch aufstellen. Das ist im Augenblick gelb auf gelb etwas schwer zu sehen. Das gucken wir uns nachher noch im Detail an, wenn der Hintergrund ein andersfarbiger ist. Wir haben 10 Bewegungspunkte, müssen rechts rüber. Schlachten laufen in Echtzeit statt, auf den Taktikkarten, auf der Strategiekarte alles rundenbasiert. Und eine kleine Beschreibung der wichtigsten Spielelemente erreicht man über das Menü hier oben. Hier gibt es 9 Seiten, die man durchklicken kann. Die wir im Laufe der Zeit bekommen auch Tipps, dass man sich bestimmt dieser Seiten mal anschauen mag. Wenn gerade wichtige Spielfeatures auch eine Rolle spielen, müsst ihr euch alles nicht durchlesen jetzt, wenn wir alles im Laufe der Zeit erklären. Und es ist so eine Art Mini-Spielanleitung hier zu sehen. Im Chat kommt immer wieder die Frage auf, Alexander, ob das fertige Spiel auf Deutsch ist. Betrifft das Texte ja? Betrifft das auch die Vertonung? Frage an dich. Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden auf jeden Fall die Texte übersetzen, natürlich. Die Vertonung wird es wahrscheinlich nur auf Englisch geben. Das ist einfach limitierte Ressourcen. Das ist im Moment der Plan. Einmal alles kurz gezeigt, wir gehen wieder raus und führen auch, kleiner Spoiler, den ersten Angriff jetzt durch. Per Rechtsklick schickt man jemand irgendwo hin und per Linksklick wählt man jemand wieder ab. Einmal hier rüber und wir ziehen mal hier hin. Landen hier vorne und können uns gleich in die erste Schlacht reinstürzen. Vorher können wir den Feind auch inspizieren. Machen wir aber nicht, wir stürzen uns tollkühn rein in den ersten Kampf hier. Wir haben 2 Karten zu Beginn, 2 Kampfkarten. Das sind die beiden. Das ist eine magische Faust, die von oben runter donnert. Die können wir hier sofort gegen Feinde einsetzen. Damit können wir Kavallerieeinheiten beschleunigen oder kampfstärker machen. Das schauen wir uns nachher nochmal an. Links ist der Rückzug. Auch das ist eine Einheit, die allmählich sich, also eine Karte, die allmählich immer voller wird. Die können wir zu Beginn noch nicht benutzen. Die ersetzen wir mal in den magischen Kampf rein. Der Kampf selber, Laura, ist im Prinzip ein Autobattler, aber ein erweiterter. Genau, also man kann eben Skills einsetzen, die sind je nach Heldenklasse unterschiedlich. Die Skills können auch aufgewertet werden, wenn man Level-Ups erhält. Genau, also es gibt bis zu 3 Stufen einer Karte und so kann man sich eben auch seine Character-Builds zusammenbauen, weil jedes Level-Up gibt einem, das werdet ihr gleich auch noch sehen, eine kleine Auswahl an randomisierten Karten. Das heißt, nicht jeder Playthrough fühlt sich auch gleich an, weil man eben einfach die Skills zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten bekommt. Der Ausgang der Schlacht. Wir bekommen ein bisschen Beute. Gold landet allerdings nicht bei uns im globalen Goldpool drin, sondern wir bekommen einen Vorratswagen, einen Beutewagen mit Gold. Den müssen wir erstmal in eine Stadt bringen, damit er dann in Sicherheit ist. Man kann also auch zum Beispiel feindlichen Armeen, die auf der Strategiekarte viele Beute gemacht hat, vielleicht überfallen und ihnen die Beute und ihren Wagen wieder abnehmen. Die XP dagegen behalten wir auf jeden Fall und wir bekommen ein Level 1 für unsere Heldin. Und schauen uns das jetzt auch gleich mal an. Ja. Noch war das Level nicht ganz voll. Noch nicht ganz. Dann kommt das gleich. Okay. Und jetzt gucken wir uns noch einmal unsere Armee an. Jetzt können wir auch uns alles anschauen. Und es gibt 2 Arten oder 2 Bereiche, Alexander, wo man seine Einheiten hinstellen kann. Die Reserve und die Armee. Es gibt einen Vorschlag und man kann auch alles manuell verschieben. Und magst du dazu mal so ein bisschen was erzählen? Na klar. Also der Hauptbereich der Armee, der auch Armee genannt wird hier, das sind die Einheiten, die an der Schlacht teilnehmen.
je nach Heldenklasse, die man spielt, je nach Level dieses Helden, kann man bestimmt viele Einheiten mit sich führen. Man sieht das in der blauen Flagge unten links. Man sieht das aber auch direkt unter diesen Bereich, wo die Armin aufstellt, 6 und 6 Einheiten. Lorelei ist ein Highlord, eine hohe Fürstin, so eine Art Generalsheld. Die ist sehr, sehr gut darin, große Armeen zu führen. Ist selber nicht so kampfstark dafür. Wenn man Einheiten allerdings in die Reserve stellt, kann man deutlich mehr Einheiten noch mitbringen. Die nehmen allerdings nicht am Kampf teil. Das ist also ein hohes Risiko. Wenn die Armee komplett ausgelöscht würde und in den Hinterhalt verwickelt würde, wären diese Einheiten angreifbar oder könnten mit zerstört werden. Aber es ist natürlich angenehm, Einheiten in der Reserve zu haben. Wenn man Verluste erleidet, kann man dann frische Einheiten reinziehen zwischen den Schlachten, die anderen, die Verletzten in die Reserve, um sie dort vor Schaden zu schützen. Die verletzten Einheiten sind nach wie vor wertvoll, die kann man in die Städte zurückbringen, werden sie dann nach und nach wieder aufgependelt. Das Zweite ist, Daniel, du hast ja gerade eben schon von dem Beutewagen erzählt, dieser kleine seltsame Koboldwagen, der hier ist, das Artwork ist noch Dummy hier, das beinhaltet die Beute, die du in der Schlacht gesammelt hast. Und um die einzusetzen, musst du sie erstmal in eine Stadt oder in eine Location bringen, die einen sogenannten Versorgungseffekt hat. Und das ist genau wie Daniel gesagt hat, je mehr Beute man sammelt, je erfolgreicher man Krieg führt, desto mehr Beute sammelt sich da an, desto attraktiver wird die Armee als Angriffsziel für Gegner natürlich auch. Besonders in Hinterhalten ist es relativ einfach, Beute zu stehlen und damit abzuhauen. Es gibt später noch Artefakte, die kann man dort auch in die Reserven stellen, die boosten die ganze Armee. Aber auch die könnten im Hinterhalt oder wenn die Armee ganz zerstört würde, von Gegnern erobert werden. Der erste Kampf war sehr leicht, der nächste wird eventuell etwas schwieriger werden. Wir schauen uns mal unsere Karten an. Wir haben links blaue und rote Karten, die sind jeweils gekoppelt an den Helden oder an die Heldin. Später gibt es auch noch graue Karten. Die blauen sind solche, die man in Städten oder in anderen befestigten Orten, bei Brückenübergängen, über Flüssen oder so einsetzen kann, um dort Festungen zu bauen oder Wirtschaftsgebäude zu bauen oder andere Sachen zu machen. Die roten dagegen sind Kampfkarten. Die setzt man immer nur ein bei diesen Taktikkarten hier. Und vorher die Karten zu wissen und zu kennen, ist eine kluge Geschichte. Diese beiden stehen uns zur Verfügung. Das ist diese magische Faust, mit der wir halt für eine bestimmte Zeit Gegner angreifen können, von unten aus dem Himmel runterhauen können und die auch für 2 Sekunden im Echtzeitkampf betäuben können. Das ist links, damit charged, also damit lädt man auf zum Sturm seine Kavallerieeinheiten, alle Freundlichen, alle Verbündeten in einem bestimmten Radius drumherum. Und das ja ganz links ist die Rückzugskarte, die wir eben nicht genutzt haben, die einem aber helfen kann, um in letzter Sekunde noch stiften gehen zu können. Rechtsklick drauf, immer rechts ein Porträt der entsprechenden Einheit und alle möglichen Werte, Bonuseffekte und so weiter. Die Einheiten haben zum einen eine bestimmte Anzahl von Einheiten pro Einheiten-Squad. Hier zum Beispiel sieht man dieser... Das hier vorne, das sind in der Regel 5, die hier stehen. 5 von 5, die sind auch komplett. Sie ist 1 von 1, das ist, ihre Ehrengarde. Ja, sie hat 4 Lebenspunkte von 5, der grüne Balken ist noch nicht ganz voll. Und wenn in einem Trupp Kämpfer reduziert werden, machen natürlich auch weniger Schaden im Kampf, aber das heilt genauso aus wie der Lebensbalken einer einzelnen Heldin, kann allerdings nur in bestimmten Situationen heilen, am besten in Städten zum Beispiel, und da geht das auch verschieden gut. Und das hier hinten ist halt noch eine Bogenschützeneinheit, die stellt man in der Regel hinten ein, weil es, glaube ich, keine Entfernung gibt, Laura, im Kampf. Das heißt, Fernkampfeinheiten, die hinten stehen, die treffen, die erwischen, glaube ich, alle unabhängig von einer Reichweite, ne? Nein, das ist nicht ganz richtig. Nein. Wenn du nochmal auf die drauf gehst, siehst du, dass die den Ranged Perk haben. Den gibt es in 3 Stufen. Und Ranged 1 schießt eben nur aus relativ kurzer Distanz. Ah, okay. Ranged 2 ist so eine mittlere. Und die haben jetzt eben Ranged 2. Deshalb würde ich dir jetzt empfehlen, die in die vorletzte Reihe zu stellen. Alles dann müssen klar. Die nicht so weit laufen, sonst greifen sie nicht sofort an. Ihr merkt schon, ich bin in der beneidenswerten Situation, den ultimativen Cheat zu haben. Ich habe nicht nur einen, ich habe 2 Entwickler hier als lebender Cheat, als Live-Cheat an meiner Seite. Ich will niemanden unter Druck setzen, aber sollte ich hier irgendwie scheitern, ich bin's nicht schuld. Nur andere Anwesende. Habe ich euch das vorher gesagt? Ich glaube ja, ne? Wenn nicht, tut mir leid. Aber eventuell werdet ihr dann noch im Büro am Montag, wenn ihr zurückkommt, von anderen freundlich gedisst und es wird gesagt, hey, der Streamer hat versagt, aber wir wissen eigentlich, ihr habt's verbockt. Habt ihr euch nervlich auf diese Situation einstellen können? Jetzt werden wir es langsam tun, aber hätten wir das gewusst, fürs nächste Mal kriegst du eine extra Balancing-Version, da nichts schief gehen kann. So, eine Runde weiter müssen wir machen. Ja, können wir im Augenblick noch nichts erledigen. Wir können auch keine Gebäudekarte hier draufziehen, weil die Stadt gehört nicht uns, und eine Runde weiter.
Und was ich sehr sympathisch finde, alle Einheiten reiten auf Bullen oder Stieren. Das finde ich persönlich sehr nett. Weiß aber nicht, ob ihr bei Beginn der Game Design Entwicklung daran schon gedacht habt, wo ihr das Spiel mal zeigen werdet. 10 Bewegungspunkte, super flink. Wir rennen hier rüber und treffen dort den, das war glaube ich der väterliche Berater eines Königs vor Ort, der wiederum selber ein alter Freund vom Papa von unserer Heldin ist. So in etwa war es, glaube ich. Wir ziehen ja immer rein und lernen jemanden kennen. Live, nur mal kurzer Hinweis, auf YouTube pegel ich es vielleicht auch anders aus, das ist ein bisschen leiser, wird in der fertigen Version anders sein, das ist deshalb, weil ich mir hier noch keine Komfortfunktionen zur Verfügung stellen, in-game die Lautstärke von Quellen oder insgesamt gut zu verändern. Wir gehen hier noch eins weiter. Und hier vorne ist eine Stadt. Der König des Beraters und unseres neuen Best Buddies hier steckt dort oben in einer Belagerung fest. Wir müssen ihm helfen. Dort oben geht es jetzt rüber. Und dafür haben wir ein Runden-Limit, Laura. Das müssen wir relativ schnell schaffen, weil ansonsten alles aus und vorbei hier, ne? Genau, hier siehst du auch schon die Ziele. Also rechts Goal, du sollst den König in 6 Runden rein. Genau, wenn er besiegt ist, dann hast du leider die Partie verloren. Das sollten wir eigentlich schaffen, oder genauer gesagt, ihr solltet das schaffen, mich dorthin zu bringen, dass ich es schaffe. Aber da haben wir ja schon drüber geredet. Es gibt graue Plätze, dort können wir entweder Schlachten durchführen oder einen Helden reinschicken, um Gegenden zu erkunden. Falls das möglich ist, können dort auch ganz tolle Belohnungen winken, einzigartige Einheiten oder ganz tolle Karten oder andere Sachen. Kartenerkundung lohnt sich, wenn kein Zeitlimit da ist. Und hier vorne sehen wir, hier ist im Forkerhoher halb verborgen eine Brücke und ein paar Militäreinheiten sind hier. Wir haben einen zweiten Helden bekommen, der sehr flink ist und spezialisiert ist, Laura, auf Magie. Genau, der führt gerade sehr viele Fernkampfeinheiten mit sich. Und wie du siehst, hat er auch noch 2 Plätze in der Armee frei. Also vielleicht magst du noch ein bisschen rekrutieren, bevor du weitergehst. Wir schauen mal, ob wir das machen können und ob wir, dafür ist notwendig Gold, davon haben wir genug. Wir haben eine Karte hier, dem steht ja zur Verfügung, der Goldene Tempel. Den können wir hier reinsetzen, er kostet 75 Baumaterialien, wir haben 70, mit anderen Worten, es geht jetzt nicht. 30 Gold und bei ihr wiederum, sie hat eine blaue Karte, den Königreich Erbauer. Sehr frei übersetzt und das geht auch noch nicht. In der nächsten Runde könnten wir eine der beiden bauen. Und damit kommt auch eine andere Ressource noch im Spiel, Alex. Das ist die hier oben. Divine Favor. Wisst ihr schon, wie ihr das aufs Deutsche übersetzen werdet, diese magische Ressource hier? Genau, das wäre göttliche Gunst oder celestische Gunst, je nachdem, das sich besser anhält. Und der Götterpantheon der 1000 Königreiche hier sind die celestischen Wesenheiten, also himmlische Gottheiten. Und je mehr Gunst man von denen erringt, desto mehr übernatürliche Unterstützung kann man zu rufen, das fürs Beschwören von Einheiten gedacht, aber auch für bestimmte Tempelbauten und priesterliche Einheiten, alles was so klerikal ist. Per Rechtsklick gehen wir rein in die Stadt. Man kann solche Einheiten, solche Karten, auf die man auf der Strategiekarte einsetzt, Bau von Gebäuden und so. Dafür muss man nicht in der Stadt anwesend sein, um die als Held oder als Heldin auszuspielen. Man sollte allerdings die Stadt halbwegs in der Nähe haben, also wenn die am anderen Ende der Karte ist, dann klappt das nicht. Wir haben ja 3 verschiedene Bereiche. Wir haben die Armee selber, links die Reserven, das kennt ihr schon, und rechts die Garnison.
Städte könnten automatisch erobert werden, wenn ein Feind kommt. Es gilt generell eigentlich, die Regelstädte müssen belagert werden. Das kann beispielsweise 6 Runden lang dauern und damit die ein bisschen kampfstärker sind, kann man dort Garnisonseinheiten platzieren. Die erzeugt die Stadt im Prinzip auch selber. Die kann man sich kaufen. Wir könnten eine der grauen Karten hier ausspielen. Zur Erinnerung, rot Kampfkarten, blau strategische Gebäude, graue Karten. Da kann man hier dann hier halt was ausspielen und kann hier eine Einheit rekrutieren mit der grauen Karte. Damit könnten wir jetzt schon die Garnisonen bestücken oder hier die Hauptarmee bestücken. Oder wir sagen, sind ein bisschen geduldig, weil es gibt eine Basiswahrscheinlichkeit, so um die, glaube 20%, glaube ich, im Augenblick, mit der jede Runde eine Garnisonseinheit hier automatisch entstehen könnte, bis zu einem bestimmten Limit in einer Stadt. Und werden ja nicht akut bedroht, ich bin mal gerade ein bisschen geizig. Unser Nadelöhr ist eher die Gunst und sind eher die Baumaterialien und weniger das Geld. In der Zeit, Geld können wir erbeuten, Geld haben wir auch ein bisschen. Das heißt, wir könnten durchaus mit Geld ein paar Truppen hier kaufen. Ich hoffe, ich habe das so richtig zusammengefasst. Und wir haben 3 Absolut. Zur Auswahl. Und ich frage euch mal, was ihr mir empfehlen möchtet. Laura, möchtest du? Ja, also die Lorelei kann ja aktuell keine Einheit mehr in ihrer aktiven Armee mit sich führen. Aber du könntest welche jetzt in die Reserven stellen und zum Beispiel dem Hauser geben, dem anderen Helden, der vor der Stadt steht, und ihm einfach die Einheiten übergeben, die du mitnimmst. Da würde ich dir jetzt eher eine Infanterieeinheit oder die Kavallerieeinheit, nicht die Bogenschützen, empfehlen, weil der ist, wie gesagt, der führt Fernkampftruppen hauptsächlich mit sich und da ist es immer praktisch, man hat ein bisschen einen Blocker davor, dass sie geschützt sind. Wie das Einheiten übergeben funktioniert, zeigen wir euch gleich. Wir rekrutieren hier noch einmal einen Kavallerietrupp. Wichtig, jede dieser Karten hier kann man nur einmal pro Runde ausgeben. Also man kann jetzt nicht dreimal Kavallerie reinhauen, wenn man genug Goldstücke hätte. Das geht nicht, sondern nur einmal pro Runde muss man sich auch entsprechend einteilen. Packen einmal eine starke Kavallerie in die Reserve rein. Wir folgen Lauras Rat und packen hier noch einmal diese einfache Infanterieeinheit hier vorne hin. Sind jetzt einmal komplett. Wir hätten zwar noch ein bisschen Geld übrig, aber können hier nichts mehr machen. Gehen einmal hier raus. Ich mag dir noch einen kleinen Tipp geben, und zwar, die Lorelei ist sehr stark mit Kavallerieeinheiten. Vielleicht magst du die Ironsworn, die du gerade rekrutiert hast, die Bullen, eher ihr geben, genau, und die anderen Infanteristen dann dem Hauser. Dann machen wir das so auf diese Weise. Prima. Infanterie stelle ich mal, die ist eher langsam unterwegs, direkt vor die Bogenschützen, und ansonsten passt, glaube ich, hier alles ganz gut. Wir heilen innerhalb der Stadt schneller oder heilen wir nur in Städten? Heilen die Armeen, wenn sie beschädigt sind, auch im freien Gelände? Tatsächlich nur in bestimmten Orten, die den sogenannten Versorgungseffekt haben. Das ist dieses Icon mit der römischen 3 auf der rechten Seite mit den 2 Schwertern, diesem Haufen. Also du musst dich in bestimmte Orte begeben. Es gibt allerdings auch Einheiten, die haben den sogenannten Heiler-Perk. Also Perks sind so Sonderregeln, die bestimmte Einheiten haben. Die können dann die gesamte Armee auch heilen, langsam, wenn sie auf der Karte rumlaufen. Es gibt noch Einheiten, die regenerieren von selber und solche Sachen. Normalerweise muss man sich in irgendeiner Stadt aufhalten, um zu regenerieren. Ich zeige euch mal die Armee hier vorne. Auch mal per Rechtsgewerfe einen Blick rein. Und hier seht ihr eine solche... Das war, glaube ich... Nee, die haben noch keine Heiler-Einheit. Da habe ich was durcheinander. Doch, diese Priester tatsächlich haben ihn. Das Icon fehlt noch, deswegen steht da Healer. Bei diesen weißgewandeten Priestern. Ah, die, okay, das sind Heiler. Genau. Wunderbar. Ah, da unten steht es auch, da steht Heiler. Dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung. So, die haben 10 Bewegungspunkte und die könnten die Schlacht durchführen. Wir können auch abwarten mit ihrer nächsten Runde und dann sind die komplett ausgeheilt. Das geht auch. Wir hatten uns gerade überlegt, wir wollen mal zeigen, wie man Einheiten übergibt. Wir ziehen hier mit 2 Bewegungspunkten hier einmal rüber. Rechtsklick hier hin, jetzt tauschen die Armeen aus, jetzt geben wir denen die Einheiten hier vorne, die Infanterieeinheiten, stellen die vorne hin. Und dann haben die 5, mehr als 5 kann die Armee sowieso nicht haben und die können dann wieder in die Stadt zurückziehen und können in Ruhe heilen und die können eventuell den nächsten Angriff durchführen. Gehen wieder raus hier. Jetzt haben wir 4 Bewegungspunkte übrig und ich fände es eigentlich ganz cool, zurück in die Stadt und einmal alles aushalten. Denn mit 4 Bewegungspunkten können wir eh nicht viel reißen. Da sind wir wieder. Und mit denen hier, die Armee ist ja recht stark, können wir jetzt raufziehen und den Kampf hier oben suchen.
Wir wissen ja, da sind welche. Jetzt habe ich mir die Schlachtkarten vorher nicht angeschaut, aber das sind auch nicht so viele, das ist hier nur eine. Links ist der Rückzug, dann können wir zwei Gratis-Einheiten hier erzeugen. Oh, was waren das für Einheiten? Das sind Nahkampfeinheiten, ne? Genau, sehr, sehr gut zum Blocken von Angreifern. Dieser Held ist sehr auf Fernkampf und auf das Beschwören von Einheiten ausgelegt. Das heißt, man versucht die Gegner einfach nur möglichst lange von sich wegzuhalten, um verlustfrei Kämpfe zu gewinnen. Sehr, sehr schwach natürlich, wenn der Gegner durch deine Linie brechen kann oder fliegen kann, das ist gefährlich. Aber gegen so langsame Dinge, die auf dich zulatschen, ist das super effektiv. Sehr schön, das haben wir geschafft, zweiten Kampf geschafft. Zum zweiten Mal haben Laura und Alex ihre Gesichter behalten und ich habe nicht gefailt. Das freut die beiden noch mehr als mich. Wir haben etwas XP, wenig Gold leider nur und ein bisschen Level-Up-Punkte für unseren Helden. Jetzt haben wir die Brücke. Auch die Brücke gilt als ein Ort an dem weißen Kreis zu sehen. Auch hier könnten wir Gebäude draufsetzen. Achtung, ein bisschen Story wird erzählt. Nur mal kurz der Hinweis an den Twitch-Chat oder auch an die Damen und Herren, die auf YouTube zugucken, falls euch das Spiel anmacht. Es gibt auf YouTube hier drunter in der Textbeschreibung, auf Twitch wird es gepostet, einen Link auf die Steam-Shop-Seite dieses Spiels, falls ihr der Meinung seid, das könnte etwas für mich sein. Wishlisten und oder Followern kostet nichts, kann man machen, dann bekommt man Infos zum Spiel und verschafft den Entwicklern mehr Sichtbarkeit für ihr Projekt und hilft ihnen, dass andere Leute, die so ticken wie ihr, dieses Spiel auch eher finden. Das ist eine tolle Hilfe für ein Studio, das euch möglicherweise mit seinem Projekt sympathisch ist. Jetzt haben wir eine erste schwierige Entscheidung, die wir treffen müssen. Wir müssen nämlich uns überlegen, ob es sich lohnt, diesen Ort zu befestigen oder Gebäude drauf zu errichten oder stattdessen nachher hier unten auszuspielen. Ab der nächsten Runde können wir das machen. Das hier oben ist ja, hier seht ihr sowieso Brücken. Über Flüsse können die Feinde nicht rüber. Das heißt, das ist wirklich das Tor zum Hinterland. Und Hinterland ist die Hauptstadt. Wenn die Hauptstadt fällt, dann Game Over. Das ist die Niederlagenbedingung. Jetzt ist die Frage, was pushen wir? Pushen wir, Alex, pushen wir die Hauptstadt? Pushen wir hier oben die Brücke? Gibt es da ein richtig und ein falsch? Also, die Brücke könnte man befestigen, das wäre effektiv. Die Karte hast du nicht zur Verfügung. Die Karten, die du bauen kannst, die sind verschiedene Wirtschaftsbooster und unlocken Rekrutierungsoptionen. Ich würde die auf die Hauptstadt setzen, denn wenn ein Gegner einen Ort erobert und ihn brandschatzt, dann gehen deine Gebäude, die du gebaut hast, auch verloren. Und da die Brücke an der Front liegt, könnte es dort eher passieren, dass die AI dort einläuft. Also würde ich es erst in der Hauptstadt bauen oder vielleicht in solchen Orten wie der Festung da oben, die man leichter verteidigen kann. Sehr guter Tipp, dem folge ich sofort. Und jetzt haben wir mit denen noch 4 Bewegungspunkte, die hallen hier aus, die bleiben hier vorne. Wir gucken uns mal kurz die Armee an. Verluste so gut wie gar keine. Positionierung immer noch okay. Würdet ihr die Heiler eins nach vorne setzen, wegen der Reichweite hier? Die Heiler, die beschwören Einheiten. Du hast es vielleicht gesehen im Kampf, muss man darauf achten. Die beschwören so Engel und die rennen dann nach vorne. Das macht man kontinuierlich. Also es ist nicht schlecht, die Heiler einen Schritt nach vorne zu setzen, sodass die Engel zügig vor deine anderen Fernkampfeinheiten latschen und den Gegner abblocken. Alles klar. Genau. Aber wieder raus und eine Runde weiter. Im Chat wird gefragt unter anderem nach den Plattformen. PC ist schon mal klar. Für den Windows-PC erscheint das Spiel, ob noch Konsolen folgen und welche, ist im Augenblick nicht bekannt. Es wird eine Steam-Demo geben vom 9. bis zum 16. Oktober 2023. Die ist so wie die Demo hier, die könnt ihr dann selber spielen. Und zum Preis, da werden wir auch schon nachgefragt, gibt es bislang noch keine Ansage von euch. Laura, gibt es denn irgendwie so ungefähr so eine Range oder so eine Hausmarke? Also ist das ein 60-Euro-Titel? Nee, wir werden wahrscheinlich ein bisschen drunter sein. Okay. Und im Chat wurde gefragt, wie viele Entwickler daran arbeiten und wie lange? Das ist eine gute Frage. Also unser Team ist... Oh, entschuldige, Laura, bitte. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Wir hätten wahrscheinlich das Gleiche gesagt. Also die Teamstärke fluktuiert immer so ein bisschen, ne? Je nach Phase, in der das Spiel gerade ist. So zu Peakzeiten sind wir ungefähr 30 Leute, die dran arbeiten.
Das ist für deutsche Verhältnisse. In Deutschland werden zwar sehr viele Spiele verkauft, aber die meisten kommen halt aus dem Ausland. Ist das ein relativ großes Studio. Das ist also schon ein Brocken, das Spiel. Da steckt etwas dahinter. So, wir können, beide haben wieder volle Bewegungspunkte. Jetzt ist für uns die Frage, mit wem greifen wir wo an? Hier rechts haben wir einen neutralen Gegner. Ich hatte eben schon gesagt, dass man manchmal mit Helden Gegenden auch erkunden kann. Alex, woran erkenne ich, ob mir ein Kampf droht oder ob das eine Erkundungsmission ist, wenn ich auf jemanden ziehe? Also grundsätzlich gilt natürlich, es gibt einige Gefahren auf dieser Karte, die noch von diesem Nebel hier, von diesen Wolken verdeckt sind. Wenn du dich in die Richtung davon bewegst, halte dir ein paar Bewegungspunkte offen, dass du dich wieder zurückziehen kannst, falls du jetzt über sehr starke Gegner stolperst. Grundsätzlich sind hier einige, diese ganzen neutralen Monster, die die Welt bevölkern, sind oft sehr aggressiv und ziemlich gefährlich. Im Moment zum Beispiel, da du unter Zeitdruck versuchst, den König zu befreien, wäre es ein Risiko, wenn du jetzt rechts dahin läufst, du wirst von irgendwas überfallen und verlierst ordentlich Truppen. Dann schaffst du es dann nicht mehr rechtzeitig, den König zu befreien. Ich würde im Moment ein bisschen davon abraten. Aber eigentlich es lohnt sich immer zu erforschen. Aber sei mal vorsichtig. Lauf ein Stück nach vorne, schau an, was du entdeckst. Hab noch ein bisschen Bewegung in der Hinterhand, um dich zurückzuziehen oder in einem Wald zu verstecken. Das ist auch ein ziemlich cooles Feature. Wenn wir in den Wäldern ziehen, dann sind sie verborgen. So kannst du dich vor Angriffen natürlich auch schützen. Und dafür muss ich einfach nur auf eine Walte draufziehen, weil da war ich beim Anspielen etwas unsicher, weil ich kein visuelles Feedback habe, ob ich genau einen Wald erwischt habe. Also es gibt ein visuelles Feedback, der Wald ist dann zu klein. Das Problem ist, es ist ein bisschen kompliziert. Kannst du mal den linken Wald? Ah, jetzt sehe ich es. Da unten, die Zuschauer sehen das nicht, weil ihr davor sitzt. Den Wald. Ich gehe mal hier vorne. Oh, Entschuldigung. Nee, ihr könnt nichts dafür. Da sieht man also jetzt so... Wenn du ganz kurz das Bewegungssystem, du kannst dich ja 10 pro Runde bewegen. Und wenn du dich mehr als 5 bewegst, dann wird deine Armee marschieren. Sie bewegt sich dann in so eine lange, dünne Kette an. Und eine marschierende Armee kann sich im Wald nicht verbergen. Das heißt, du kannst maximal 5 dich bewegen, um dich zu verstecken. Versuch das mal mit dem Wald links von dir. Ein Stück nach links, dieser direkt südlich von deiner Location, in der du gerade bist, dieser Block. Da ist ein Auge, das durchgestrichen ist, alles klar. Der Wegpunkt muss quasi komplett in den Wald passen. Wenn der Wald zu klein ist, kannst du die Armee dort nicht verbergen. Wenn du sie dorthin stellen würdest, wäre deine Armee vor Gegnern für Gegner unsichtbar. Wenn sie darüber stolpern, werden sie in den Hinterhalt verwickelt, was ziemlich ekelhaft ist. Okay. Also da kannst du dich natürlich verstecken. Prima. So, wir schauen mal, wohin wir ziehen. Beide Armeen sind in etwa gleich kampfstark oder würdet ihr sagen, die Armee hier vorne ist die stärkere? Mit unserer Hauptheldin, mit der Lorelei. Die ist sicherlich ein wenig stärker, ja. Es reicht, wenn wir ihr noch eine Truppe in die Reserve reinpacken. Oh, wir können ein Gebäude bauen. Wir haben 90 Baumaterialien und sie steht ja auch hier vorne. Wir könnten hier einen Realm Builder drauf platzieren. Und das gibt dann Runde für Runde 5 Gold mehr. Und es gibt mehr Prosperity, mehr Wohlstand hier. Das ist, Laura, ein Feature, das dafür sorgt, dass die Städte allmählich wachsen. Wenn Schwellenwerte erreicht werden, dann gibt es einen Ausbau, einen automatischen, glaube ich, ne? Der ist nicht mehr automatisch. Ja. Du kennst nämlich noch eine Entwicklerversion von davor, die wir dir schon mal präsentiert haben, glaube ich. Mhm. Das ist inzwischen an ein System gekoppelt. Also Städte erreichen über Zeit, sammeln die diese Prosperity-Punkte und wenn ihr Balken voll ist, dann sind sie sozusagen bereit, upgegradet zu werden. Aber der Spieler kann sich immer noch selber dazu entscheiden, welche von seinen Städten er wirklich upgraden möchte, weil er kann nicht alles gleichzeitig upgraden. Das ist auch an diese Baumaterialressource gekoppelt. Das heißt, du solltest dich in der Stadt informieren, was es denn gibt auf den höheren Leveln. Das siehst du zum Beispiel an den Karten, die noch gelockt sind. Manchmal wird auf einem höheren Level eine neue Recruitment-Option verfügbar. Hier jetzt in der Hauptstadt gerade nichts, ne? Nicht, aber in der Festung müsste es, glaube ich, was geben. Genau, und da war es zu sehen. Hier vorne. Ja. Ein Level-Up ist hier möglich und dadurch wird das Prosperity-Level halt steigen. Okay. Genau. Ich entschuldige, dass ich unterbreche. Ich ziehe mal weiter. Ich verwickle euch in Fragen. Wir wollen erstmal ein bisschen spielen. Die können nicht durchziehen durcheinander. Man muss einmal Platz machen. Ich würde gerne mit der ersten Armee, mit der Lorelei, die Stadt angreifen, die hier vorne ja belagert wird, mit der kleinen Armee einfach nur ein bisschen scouten und ein bisschen was aufdecken hier. Oder wir halten hier. Ich würde dir empfehlen, bewegt die andere Armee trotzdem in die Nähe der Festung. Es kann sehr gut sein, dass deine erste Armee
diese Festung nicht ganz befreien kann, weil diese okay. Gegenarmee ist relativ stark dort. Vielleicht wirst du beide Armeen brauchen. Okay, ziehen wir einmal hier hin. Ich glaube, ich schaffe das. Ich bin gerade mal totaler Optimist. Ich glaube an mich, auch wenn Alex nicht an mich glaubt, ich glaube an mich. Jetzt können wir ja nicht durchziehen. Jetzt stehen wir einmal im Platz. Vorsichtig. Unsere Ehre als Entwickler steht hier auf dem Spiel, wie du so schön gesagt hast. Ja, das ist natürlich richtig. Ich ziehe eins mal zur Seite hier hin. Jetzt können wir mit denen hier durch. Ich hätte auch einen Umweg ziehen können. Einmal hier hin. Du kannst auch mehrere Wegpunkte setzen, wenn du Shift gedrückt hältst, ja. Wenn du so rumlatschen möchtest. Einmal Attacke hier. Ich glaube an uns. Glaubt ihr an uns? Attacke. Ich hoffe, dass ja. Danke für die vielen Abos. Entschuldigt, dass ich gerade nicht so... war ich zu langsam? Leider bist du out of Movement-Punkte kurz vorher. Das war heftig. Unmittelbar davor, weil wir den Umweg gelaufen sind hier, ne? Weil der hier in die Richtung... Ich will niemandem einen Vorwurf machen. Ich gucke nur Richtung... Es geht auf mich selber. Wir ziehen jetzt zurück und verteidigen das. Oder gehen ein Stückchen hier mal scouten. Entdecken hier noch mehr Feinde, die hier sind. Eine Riesengruppierung ganz in Pink. Und bleiben mal mit ihnen. Also ich glaube, wir brauchen da oben keine Hilfe. Ich ziehe zurück. Ich denke mal optimistisch. Wir ziehen hier rein und verteidigen das, gehen eine Runde weiter. Ob man mit mehreren Armeen angreifen kann? Nein, man kann immer nur mit einer Armee angreifen. Und jetzt haben wir einen Vorteil, glaube ich, weil wir greifen die an. Laura, während die in der Belagerung sind, ist das nicht ein Vorteil für uns? Genau, also die sind angreifbar, während sie eine Location belagern. Und du wirst jetzt... Genau, jetzt wurden sie nämlich in einen Hinterhalt verwickelt. Das passiert entweder, wenn sie in einer Belagerung stehen oder auch wenn du in Einheiten reinläufst, die in einem Wald stehen zum Beispiel, dann wirst du in dem Fall in einen Hinterhalt verwickelt. Oder wenn du Einheiten, die marschieren, auf der Karte angreifst. Die bekommen dann einen Stun für eine gewisse Zeit. Genau. Und dann sind eben in... Hat das mit Holden bei den Katapulten funktioniert? Ja, aber spiel diese Bullenkarte direkt auf die Katapulte ganz oben. Damit du deine Kavallerie direkt dorthin schicken kannst. Ich muss immer auf die Einheiten draufziehen. Du kannst quasi das Zielgebiet mit der Karte markieren und deine ganze Kavallerie donnert in dieses Zielgebiet. Alles klar. Oh, das wird eine knappe Geschichte. Aber sieht ja gut aus, sieht doch gut aus. Ich bin optimistisch. Wir haben einige Truppen verloren bereits. Die können auch nicht mehr zurückkommen. Das war der Sturmangriff. Ah, so funktioniert er. Direkt aufs Ziel. Ich hatte die immer auf den Einheiten platziert. Friendly Fire gibt's nicht. Ein Sieg. Wir haben es geschafft. War nicht cool ausgespielt, aber es war ausgespielt. Haben es hinbekommen. Wir baden in XP. Je grausamer die Schlacht, je höher die eigenen Verluste, desto glorreicher fühlt sich ein Sieger an, desto mehr XP bekommen die, die überlebt haben. Die anderen bekommen auch sehr viel XP, aber die können da nicht mehr so viel mit anfangen. Die bekommen dann auch ein Level up, aber das führt dann noch ganz weit oben in ein Wolkenmeer und zum himmlischen Herrn. Das ist, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist halt. Sind von immer in eurer Schuld, heißt es. Ich bin eigentlich nicht hier zu kämpfen, meint unsere Lorelei. Aber ihr habt es getan. Danke für die Hilfe. Ein neues Ziel hat uns gegeben, die feindliche Hauptstadt einzunehmen. Fallen into decay after many years of war. From the Royal Spire's highest battlement, the Duchy's aging matriarch, Raduin, addresses Lorelei and Hauser in a grave voice. Also, wir müssen weiter kämpfen für unsere Gastgeber, obwohl Lorelei eigentlich des Kämpfens müde ist und nur eine Heimat braucht. Und das neue Ziel, hier oben hin, die angreifen und viele, viele neue Sachen auf der Karte enthüllt. Die müssen wir uns mal anschauen. Vor allem mehrere Städte.
Je länger ein Feind eine Stadt hält, desto mehr Ressourcen gibt's Runde für Runde. Andererseits einfach so, hier irgendwo hingehen und belagern ist doof. Einen Grund haben wir gerade gesehen, wenn man belagert, ist man anfälliger für Angriffe. Zweiter Grund ist, wenn man eine Stadt belagert, dauert das viele Runden. In der Zeit kann man nicht woanders schnelle Beute machen. Und ja, schwierig, ne? Wir müssen irgendwie alles einmal abwägen. Immerhin haben wir zwei Armeen, das ist schon mal eine schöne Geschichte. Eine Armee hat aber ein kleines Problem, nämlich die Lorelei-Armee. Einer der sechs Armeetruppse, die wir haben, hat leider das Zeitliche gesegnet. Da sind wir etwas kampfschwächer. Die anderen könnten zwar ausheilen, das ist eigentlich egal, wo die stehen, aber mein innerer Monk befiehlt mir, die müssen in der Mitte sein. Die können im Laufe der Zeit ausheilen. Wen haben wir denn verloren? Haben wir den Bogenschützentrupp verloren? Den Infanterietrupp haben wir verloren, ne? Ich glaube, da war noch ein Infanterietrupp, ja, genau. Ja. Ich glaube, das einfache Fußvolk. Arme Leute, die wir verpflichtet hatten, für uns Adlige zu kämpfen. Die haben als erstes ins Gras gebissen. Entschuldigt bitte, aber da darf man sich nicht wundern. Das ist leider ihr Zweck im Kampf. Auch das ist hier eine grausame Welt. Dann haben wir eine Level-Up-Karte. Die ziehen wir einfach auf die Heldin drauf. Und jetzt haben wir die Auswahl, Alex, zwischen drei verschiedenen Karten, die wir nehmen können. Und jeder hat eine andere Funktion. Genau. Bei jedem Level-Up bekommt man zufällig aus dem Pool dieser speziellen Heldenklasse, jede Heldenklasse hat unterschiedliche Karten, bekommt man drei Karten angeboten. Das ist eine Mischung aus grauen, blauen, roten Karten, je nachdem, welcher Held das ist. Man kann neue Karten bekommen, das sind die hier mit New markierten. Man kann auch existierende Karten verbessern, vom Bronzerang auf Silber auf Gold, die werden natürlich dementsprechend potenter. Ist halt die Frage, was du machen möchtest. Du hast relativ viele Gebäude, Aufrüstekarten. Diese blaue ist sehr, sehr kostenintensiv, was das Baumaterial angeht. Ich weiß nicht, ob das so die beste Wahl jetzt hier wäre. Ich glaube, ich nehme Alexander die ganz links, weil ich finde das sehr cool, wenn man mittendrin im Kampf, man merkt, es gibt ein Problem, dann noch schnell eine Armee herbeihexen kann aus der Reserve und die dann gezielt an einer Stelle hinsetzen kann, wo man die haben möchte. Da bin ich ein großer Freund von. Das finde ich ultra cool. Lohnt sich auch, ja. Man muss natürlich irgendwas in der Reserve haben, was kämpfen kann. Das erhöht das Risiko, dass man die auch verlieren könnte, wenn die Armee überfallen würde, aber es ist auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Ideal natürlich für Generäle, die kleine Armeen führen können. Genau, und Reserven haben wir im Augenblick keine, aber hier können wir Armeen eventuell abgeben. Das ist eine Möglichkeit. Hier seht ihr auch die Garnisonsmechanik, über die wir eben geredet haben. Hier wurde eine automatische Garnison erzeugt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Runde für Runde. Die kann man nicht in die Mitte reinziehen, auch nicht in die Reserve. Die ist nur stationär hier und verteidigt das. Gibt es dafür ein Limit, wie viele Garnisonen es geben kann? Ich glaube 3, oder? Oder gibt es gar kein Limit? Das hängt an diesem Garnisons-Perk ab. Du siehst es auf der rechten Seite, die Schwerträger auf der Mauer, Level 1, kann bis zu 2 Einheiten generieren. Okay. Wenn du größere, befestigtere Locations hast, also Orte hast, die kann dann an 2 Rang 3, die können deutlich mehr Truppen da generieren. Die würde ich gerne heilen lassen, möglichst rasch. Die würde ich gerne hier reinstellen. Vorher würde ich denen gerne eine Armee mehr geben. Und die hier vorne, die können... wir haben hier einen Beutewagen und den... einen dicken und den liefern wir ab, indem wir hier reinstellen. Vorher würde ich allerdings ganz gerne schon mal Einheiten austauschen, rüberbringen und dann mit denen können wir hier oben auch Truppen rekrutieren. In der neuen Stadt. Du kannst mal reinschauen. Du kannst mal mit einem Rechtsklick mal reinschauen. Das ist eine Festung. Die sind sehr, sehr stark. Sie geben sehr elitäre Truppen zu rekrutieren. Cool. Haben auch diese Versorgung, haben Verteidigung. Also ist sehr, sehr gut. Dafür generieren die keine Ressourcen oder wenige. Das ist eine sehr militärisch orientierte Location. Das heißt, hier können wir 90 von diesen Nahkampfeinheiten, ist es, glaube ich, ne? Von diesen langsamen Fußsoldaten, die können wir ja rekrutieren, die sehr kampfstark sind. Dann würde ich trotzdem ein paar hier abgeben. Nee, machen wir nicht. Wir schicken ein paar ab und dann, schwer zu sagen, eine können wir hier kaufen. Und wir ziehen nicht sofort weiter, wir können nächste Runde ja nochmal kaufen, glaube ich. Die zu Wenn du deine kaufen, ganzen kostet... Beutewägen in einer Armee bringst recht. Und sie dann da reinbringst, hast du fast 300 Gold da drin. Super Idee. Einmal hier hin. Jetzt tauschen wir die Beutewagen hier vorne hin. Den markieren wir. Den platzieren wir hier hin. Die Einheiten hier links können wir auch behalten. Die bleiben hier komplett. Die verletzten Speerträger könntest du den anderen auch mitgeben, dass die in der Festung heilen können. Weil die werden relativ schnell draufgehen. Du meinst, das ist Verschwendung. Du meinst die hier links, den kleineren Trupp hier, oder? Genau.
Gebt den auch der Lorelei auf der rechten Seite mit. Wenn die nächste Runde in die Festung zieht, kann sie sie dort abstellen oder mal ein paar Runden dazu bringen, damit die wieder geheilt werden. Sehr gute Idee. Dann wieder raus. Und jetzt nehmen wir die... Ah, sie hat keine Bewegungspunkte mehr. Und mit denen könnten wir zurück und hier einmal... Ah, jetzt haben wir hier kein Geld. Ist egal. Mit denen würde ich gerne zurück zur Brücke oder hier unten einfach mal gucken gehen, was es hier so gibt. Ach, wir ziehen mal zur Brücke. Dann können wir die notfalls halten. Wir haben mittlerweile auch eine Garnisonsarmee hier. Hier vorne bleiben wir dann stehen. Ausspielen können wir Karten keine und wieder eine Runde weiter. Prompt wird die Brücke gleich angegriffen, eventuell. Tatsächlich. Wie gut, dass wir die Truppen halbwegs beisammen gehalten haben. Wir können wieder eine Einheiten herbei hexen. Idealerweise gleich in eine Fernkampfeinheit ist. Ah, stimmt. In einem Nahkampf gebunden. Und ja, ich bin so. Was bedeutet denn der rote Kreis? Ich hatte immer gedacht, nur da könnte man Karten spielen, habe ich anfangs gedacht. Ah, das ist eine Aura, die boostet alle sogenannten Believer-gläubigen Einheiten. Dieser Priester ist halt sehr stark mit bestimmten Typen von Einheiten, wie Priestern und Engeln und so ein Zeugs. Und wenn die Einheiten sich in diesem Radius befinden, wären die kampfstärker. Zweimal Nahkämpfer da oben rein. Und der Feind geht stiften. Es gibt ja auch ein Moralsystem, Laura, im Spiel, ne? Genau, also jede Einheit hat komplette Moral, wenn sie in den Kampf reingeht und die wird dann dezimiert, je nachdem, wie die Einheit sich schlägt. Und Einheiten können auch entscheiden mit Würfelwürfen, ob sie abhauen aus dem Kampf und dich im Stich lassen sozusagen. Oh. Die kehren dann nach der Schlacht wieder zurück, aber im falschen Moment kann das sich durchaus negativ auf die Schlacht auswirken. So. Es gibt auch Karten und Perks anderer Einheiten, die du in die Nähe stellen kannst, die dem entgegenwirken. Also damit kann man auch so ein bisschen optimieren. Ein Level-Up für unseren Helden hier vorne. Die frisch erweiterte Stadt wird schon wieder belagert. Dankeschön. Hauser bekommt ein Level-Up. Wir hätten wieder eine Kampfkarte. Nein. Einer unserer Leute explodiert, verstehe ich das richtig, und alle um ihn herum sterben. Das ist ja grausamst. So ist es nicht ganz. Wenn du kannst sie quasi mit einem Segen verzaubern und wenn Einheiten, die so gesegnet sind, sterben, dann explodieren sie, um noch Gegner mitzunehmen. Ich dachte schon, einer eurer Entwickler wäre ein krankes Genie. Aber anscheinend nur ein kränkliches. Alles gut. Wir haben andere Fraktionen, die sind sehr viel mehr zugeneigt den Opfern von ihren Truppen, aber diese ist es nicht. Einmal hier rechts so eine Upgrade-Karte, mit dem wir den goldenen Tempel, wenn er schon steht, nochmal ein Upgrade geben können. Und das ist, damit können wir eine Elite-Einheit produzieren, eine Gratis-Einheit, die wir jederzeit machen können, ein halbwegs gratis. Gegen 60 vom göttlichen Segen kann man eine Gratis-Einheit bekommen. Das ist eine neue für die Städte, ne? Die einem dann immer zur Verfügung steht in den Städten. Genau, die gehört dem Helden selber. Das heißt, er kann eine Einheit beschwören aus dem Himmel. Da muss er nicht in der Stadt sein. Das kann er irgendwo machen. Cool. Sehr, sehr mächtig. Sind auch die einzige Möglichkeit, sehr mächtige celestische, also göttliche Einheiten zu beschwören im Moment mit dieser Karte. Aber ist teuer. Das kann er jederzeit machen? Oder ist die Karte in einem Einsatz gelöscht? Nein, nein. Die Karten stehen immer zur Verfügung, einmal pro Runde. Du musst dir halt die Kosten von 60 göttlicher Gunst leisten können. Wenn du natürlich mehrere goldene Tempel baust, die dem Helden ja auch gehören, in deine Städte, dann kurbelst du deine Produktion davon an. Du könntest schauen auf der Karte, ob du irgendwo einen Tempel erobern könntest. Der gibt dir deutlich mehr Einkommen in göttlicher Gunst. Das sind alles gute Spielzüge hier. Probieren wir aus. Jetzt großes Problem. Wie gehen wir weiter vor? Bauen können wir nichts, wir können Einheiten rekrutieren. Der Plan, hier Einheiten zu rekrutieren, wurde vom Feind zerstört, weil hier ein neuer Feind ist. Den schauen wir uns mal an und gucken mal. Oh, der wird du das hast, hier nicht an. Ich habe die Stadt angeklickt, ne? Genau, die Stadt. Der Belagerungsring ist sozusagen direkt drumherum. Das sind so heilige Einheiten, die sind sehr, sehr stark. Vielleicht solltest du dich noch einmal kurz in die Hauptstadt zurückziehen und ein paar Truppen aufbauen. Also die Kleinen hier, die sind gar nicht so stark, aber diese Monster hier in der Mitte, ne, das ist ein richtig fieser, ne? 8 Lebenspunkte hat er ganz alleine hier. Das ist eine sehr defensive Einheit. Genau, der Kampf wird etwas länger dauern. Wir würden ihn zwar überfallen, aber wir können ja auch vorher uns nochmal ausheilen. Wir können hier vorne ausheilen und dann rüberziehen. Und eine weitere Armee wollen wir uns auch noch geben.
und Einheiten rekrutieren könnten wir hier unten. Und dann, wir haben ja die Einheit, die Karte, mit der man neue Einheiten als im Kampf aus der Reserve holen kann. Dann machen wir das so. Sie hat ja, glaube ich, mittlerweile die Beutewagen. Die schicken wir einmal hier runter. Geben ihm hier die Beutewagen wieder rüber. Dann kann er sie runterbringen. Die heilen auch hier aus. Die heilen, glaube ich, etwas langsamer aus als in der Hauptstadt. Aber im Prinzip geht das, ne? Die Brücke hat keinen Supply Perk. Also diese Versorgung. Scheibencluster. Das heißt, dort können die tatsächlich gar nicht heilen. Okay. Das geht nur in der großen Stadt oder in der Festung. Also wir kommen mit den ihren 6 Bewegungspunkten nicht bis in die Stadt runter. Das ist das Problem. Dann machen wir das so, dass wir ihm die Truppen, die heilen müssen, mitgeben. Tatsächlich wäre es aber auch gar nicht so eine schlechte Idee, ihn gegen den Wordbringer kämpfen zu lassen. Ja. Hier gibt es nämlich 2 Perk-Mechaniken, die ganz gut zueinander passen. Ja. Celestische Units selber haben Wards statt Armor, also das ist einfach eine alternative Verteidigung. Und Riesertruppen haben wiederum Banish, die diese Wards aufheben. Also die canceln sich sozusagen gegenseitig. Deshalb wäre es eigentlich gar nicht so schlecht, auch celestische Units dagegen zu setzen. Die sind dann natürlich auch selber anfällig, aber vielleicht könntest du da ja was mit Nahkampf-Fernkampf regeln. Versuch uns das mal. Wir machen ihn so stark, wie es geht. Die Heldin muss links bleiben, die müssen einmal ausheilen. So kann er die Brücke verteidigen, der hatte auch eine Garnison, das sollte reichen. Die müssen alle heilen. Die ziehen wir alle in die Stadt runter und die nehmen auch das Gold weg, ja. Und die rechten. Du hast allerdings die Bogenschützen in der Frontreihe, die werden das nicht lange. Oh, wie peinlich. Ich vorne einmal hin. Das waren die Nahkämpfer, das sind die Fernkämpfer, das ist der Heiler. Das sind die Bogenschützen hier in die Mitte. Machen wir einmal so. Sind leider gerade gar keine Nahkämpfer dabei. Achtung, nein. Die Akolyten vorne, die sind nur Midrange, glaube ich. Wenn du die nochmal inspizierst. Ja, aber ich will ja nicht weiterziehen. Ich will nur den Ort verteidigen. Wir haben hier eine Garnison und das ist eine einfache Infanterieeinheit, ne? Auch Bogenschütze. Ja, aber das macht nichts. Die sind auch, entbehrlich. Die kannst, wenn die da vorne stehen, werden die den Gegner eine Zeit lang aufhalten. Dann versuche ich Folgendes. Mit dem versuche ich die Brücke zu halten. Der zieht einmal kurz raus und wieder rein. Sie zieht durch den Ort durch. Einmal hier rein. Und zieht jetzt hier unten hin. Der Ort hatte keine Heilung, habt ihr gesagt. Wir schaffen es ja hin, klasse. Genau, die Hauptstadt hat ordentlich Heilung, die Brücke leider nicht. Außer du baust ein bestimmtes Gebäude, um die Brücke zu befestigen, so ein Fort. Das war die Karte, die dir vorhin beim Level-Up angeboten wurde, aber das ist eine Option. Auf die ich verzichtet habe. Jetzt bleiben wir hier vorne. Baumaterialien, Geld, hier kann man neue Einheiten rekrutieren. Die könnten sie nicht rüberbringen. Machen wir nächste Runde. Wir hätten ihn auch rüberbringen können, um noch mehr Einheiten zu rekrutieren, aber das kann sie nächste Runde machen und Einheiten raufbringen oder die können sich kurz austauschen, wie auch immer. Wir können jetzt aber hier schon mal Einheiten kaufen, wenn wir das wollen. Weil das kann man nur einmal pro Runde machen hier. Das heißt, hier können wir. Welche Einheiten würdet ihr für die Befreiung des Belagerungsrings kaufen, Laura und Alex? Da sind jetzt Ragezorn, glaube ich, verfügbar geworden. Ja. Genau, die sind sehr stark, das sind elitäre Units und Lorelei kann auch super mit denen umgehen, also weil die ja auch Kavallerie sind. Wenn du vorhast, mit ihr anzugreifen, wie gesagt, ich habe dir empfohlen, die anderen zu nehmen, aber sie ist jetzt relativ stark, sie sollte das auch schaffen. Jetzt habe ich gerade die Kavallerie gekauft. Das ist eine gute Einheit, das ist eine gute Einheit, genau richtig. Du brauchst ja gleich eine zweite starke Armee, das ist genau richtig. Die Infanterie zu nehmen ist auch sehr gut. Lorelei kann die zum Ritter schlagen später. Und damit kann sie diese billigen Infanterieeinheiten in elitäre Ritter umwandeln. Also das ist auch nicht schlecht. Wir baten eigentlich einen Bogenschützen, aber trotzdem, da wir alles mitnehmen wollen an Truppen, würde ich sogar noch einmal die Bogenschützen kaufen hier. Oder die sind auch sehr gute Reserveeinheit, die Bogenschützen. Weil wenn du sie aufs Schlachtfeld rufst, mit deiner Reserve-Schlupfkarte genommen hast, betreten die sofort und können dann sofort schießen, wenn Gegner in Reichweite sind. Diese schwere Kavallerieeinheiten, die du jetzt bekommen hast, die hast du dir freigeschaltet, weil du die Stadt ausgebaut hast mit einem dieser Gebäude, mit dem Wellenbilder. An die sind immer besondere Einheiten geknüpft, unter anderem.
Heilen die hier links auch aus? Die haben ein paar zu wenige hier, ne? Da entstehen genau. Neue Einheiten über Zeit. Die heilen auch, genau, die heilen auch. Alles klar. Also es werden Verletzungen geheilt, aber auch tote Kämpfer werden wieder rekrutiert, um die Einheiten aufzufüllen. Das ist kostenlos. Ja, dann können wir es so machen. So in etwa. Eine Runde abwarten, einmal wieder raus. 10 Bewegungspunkte bei ihm. Schafft es Ben in einer Runde, sich Einheiten zu holen und wieder zurückzurennen? Nein, das schafft er nicht. Nee, das kriegen wir nicht hin. Einfach eine Runde weiter jetzt. Oh, er hat angegriffen und er hat nur 4 Armeen. Die schaffst du ganz sicher. Die sind etwas suizidal unterwegs. Da vorne 2 Nahkampfeinheiten. Die sind schon ausgelöscht. Die hauen ab. Wunderbar, das haben wir geschafft. Ein Sieg. Beute haben wir gemacht. Bestens. Wir arbeiten am nächsten Level ab. Die gehen stiften. Nein, wir werden in derselben Runde nochmal angegriffen. Das war fies. Oh nein. Oh, wieder ein Angriff und jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Manche, wir müssen gleich einen Rückzug wagen. Ja, probier's. Deine Priester sind sehr, sehr effektiv, diese übernatürlichen Wesen auseinanderzunehmen. Vielleicht hast du Glück, wenn die nicht im Nahkampf festgesetzt werden. Jetzt sind so ein paar blöde Banditen da reingerannt. Aber wenn die sterben, haben diese Priester die beste Chance, den Dicken umzulegen. Ja. Ich reduziere hier die, weil ihn kann man nur mit den Trefferpunkten reduzieren, deshalb gehe ich lieber oben auf die vielen kleinen Einheiten rauf, weil jeder Einzelne, den wir umbringen, kann nicht weiterkämpfen. Und die dicke Einheit ist vermutlich, egal wie viele Lebenspunkte sie hat, immer gleich kampfstark, Laura, oder? Ja, genau, an seiner Kampfstärke selber ändert sich nichts. Das ist dann eben nur bei den Einheiten, die viele Units haben. Sehr schön. Die werden natürlich schwächer, wenn du sie reduzierst. Vic Wabrupsch fragt, warum greift die KI eine überlegene Armee an? Man könnte sagen, weil sie es können. Man könnte auch sagen, eventuell Alex, weil wir werden ja schwächer. Ja, das stimmt. Also die KI wägt da natürlich verschiedene Sachen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir arbeiten noch daran. Und diesen Angriff hätte sie eigentlich auch nicht führen sollen jetzt gerade. Okay. Also es ist noch Work in Progress. Das haben wir auf jeden Fall erfolgreich geschafft. Wir haben wieder volle Trefferpunkte. Hiervon ist eine kleinste Armee, die ist geflohen. Die könnten wir vernichten, ne? Wenn wir gezogen haben, hat man nach einem Angriff noch die verbleibenden Bewegungspunkte oder erlöschen die nach einem Angriff? Die erlöschen. Ein Angriff beendet deine Runde. Das ist ganz bewusst so, dass eine starke Armee nicht, also so mehrere Armeen am Stück angreifen kann. Und man kann dadurch auch Gegner blocken. Ganz effektive, die man in Engpass blockiert mit einer kleinen Armee. Die würde ich eigentlich gerne weiter heilen lassen, aber ich will die Stadt oben, die überlagert wird, ich würde hier noch was abwarten. Wir können ein Stück raus und wieder reinziehen, ne? Einheiten übergeben und dann weiterkämpfen. Genau, denk auch daran, dass die Belagerung aufgehoben ist. Die Armee, die belagert hat, hat sich Stimmt. entschieden, eine Brücke anzugreifen. Na, und wunderbar. Haben sich damit etwas überhoben. Traum. Dann könnten wir mit ihnen hier oben reinziehen. Das wäre eine Möglichkeit. Und hier unten in aller Ruhe weiter heilen. Oder ein paar Einheiten ja schon mal übergeben. Wie viele Bewegungspunkte sind das? Zu viele. 5 hierhin. Und hier könnten wir mit 3 hier rauf. Dann hätten wir noch 7, 8. Das wird nicht reichen. Da können wir nicht in die Stadt rein. Ich finde das schon cool, wenn wir in die Stadt reinkämen. Eine Stadt ohne Einheiten. Muss die genauso lange belagert werden wie eine Stadt mit Einheiten? Tatsächlich ja. Allerdings, wenn die Belagerung dann fertig ist, die Mauern durchbrochen sind, kann der Angreifer natürlich einfach reinziehen, sie erobern. Aber du hast auf jeden Fall mehrere Runden Zeit, bevor der Gegner sie erobern kann. Allerdings verzichten wir auf die Einnahmen der Stadt in der Zeit, in der die belagert wird. Also ich würde mal sagen, wir setzen uns jetzt nicht unter Druck. Wir hatten erfolgreiche Siege, die können ruhig in Ruhe aushalten. Mit denen setzen wir nochmal nach, killen die und überlassen die Brücke ihrem Schicksal. Das ist nicht so schlimm. Habt ihr für Kämpfe, die extrem leicht sind, eine automatische Auflösung? Oder meint ihr, das geht eh so schnell? Das kann man auch manuell machen hier.
Wir wollen gerne eine automatische Auflösung haben. Die ist noch nicht eingebaut. Aber das soll kommen. Das haben wir auch geschafft. Ich habe deshalb vor allem nachgesetzt, weil wir dann diese reduzierten Feindeinheiten auch nicht mehr heilen können. Genau, die KI kann ihre Truppen ja auch zurückziehen. Die würden es versuchen, in eine ihrer Festungen zu kommen und die alle wieder aufzupäppeln. Also es ist schon gut, dass man eine Einheit nicht entkommen lässt. Du hast da unten rechts jetzt einen Tempel entdeckt. Ich würde dir raten, den mal schnell zu erobern, weil dann bekommst du nämlich die Divine Favor-Ressource. Den hier vorne, meinst du? Genau, die fehlt dir gerade die ganze Zeit, um noch mehr celestische Truppen auszuheben. Eine sehr wertvolle Location. Da gehen wir nichts drin rein, wunderbar. Und mit der Armee hier innen drin haben wir mittlerweile so viele Baumaterialien, dass wir ein Gebäude bauen können. Ist sie ausgeheilt schon? Nee, ne? Wo sehen wir ihre Aktien? Sie ist ausgeheilt. 5 von 5, sagt es im Tooltip, wenn du mal mit der Maus drüber hoverst. Und wenn eine Einheit keinen Lebenspunktebalken anzeigt, ist sie voll. Wir zeigen das nur für verletzte Einheiten an. Also sie könnte sich hier zwischen positionieren, aber sie soll ja auch Armeen mitbringen. Wir könnten hier ihre Karte ausspielen. Dadurch bekommen wir mehr Prosperity und mehr Gold. Gold ist nicht so das Problem. Vorsicht, aber du kannst nur ein Gebäude gerade in diese Städte bauen. Aha. Das heißt, wenn du einen Ort hast, würde ihr Spiel sagen, das ist schon da. Wenn du ein anderes baust, wird das erst das alte überschrieben. Ein kleiner Tipp noch, Daniel, wenn du dich ein bisschen ausbreiten möchtest, du kannst die Truppen, die noch verletzt sind, in der Garnison der Stadt zurücklassen und die nicht verletzten Truppen dann schon mal wieder an die Front mitnehmen und die später wieder abwählen. Okay. Also, und hier wurde ein Gebäude gebaut und deshalb würde ich mit einer anderen Baukarte drüber ziehen, würde das eventuell nur entfernt werden. Habe ich richtig verstanden? Woran sehe ich die Anzahl der Bauslots in einer Stadt? Noch gar nicht. Okay. Also muss noch ein bisschen verbessert werden. So, das heißt, wir lassen ein paar Leute zum Heilen zurück. Ach, wir können auch eine Runde abwarten. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir haben die so spezialisiert auf Kavallerie, wir warten einfach eine Runde ab hier. Da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Das ist völlig okay. Oder wir ziehen sie für eine Runde hier oben hin. 10 Bewegungspunkte. Dann braucht sie so viele, bis sie die wieder abgeholt hat. Das ist zu doof. Ich warte hier ab. Das haben wir auch schnell wieder zurückerobert. Nächste Runde ziehen wir da rein. Machen eins weiter und kaufen noch erstmal nichts. Eine Runde weiter. Das Spiel wird immer wieder, im Chat wird immer gefragt, spielbare Demo? Ja, 9. bis 16. Oktober auf Steam. Das ist diese Version hier auch. Und jetzt können wir hier den Angriff durchführen. Ja, Feinde greifen uns an. Die Nahkämpfer würde ich möglichst schnell ausschalten. Sind das Nahkämpfer hier? Ja. Ja, die Gegner haben Nahkämpfer, wenn Priester angreifen. Weil die Nahkämpfer sind halt... ideal, diese Fernkämpfer dort abzuhalten, weil die sind sehr gefährlich mit diesen Blitzen. Aber du siehst, dass diese weißen Priester von dir jetzt konstant Engel beschwören. Das hält die Priester, die Gegner, sehr, sehr effektiv hin. Ah, okay. Wie viele Leute haben sich die Story ausgedacht des Spieles? Circa 3. Also wir haben, das sind primär Laura hier, ich, und wir haben noch einen, Peter heißt er, noch einen Narrative Designer. Und wir haben zu dritt an der Welt, an der Geschichte, den Charakteren und so weiter gearbeitet, seit einiger Zeit schon. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass die ganzen Porträts von unseren Artists erstellt werden und ab und zu fügen die dann auch nochmal einen Detail der Story hinzu. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir werden auch inspiriert durch den Rest von unserem Team natürlich und bauen neue Sachen in die Welt ein. Im Chat wird immer wieder nach der Mischung von Grafik und Musik und Sound und der gesamten Inszenierung dieser Komposition gefragt. Viele Spiele, die so eine eigene Welt erschaffen die Welt in einer Vorlage. In einer Romanreihe oder nach Comics oder irgendwas. Aber das ist eine Eigenkomposition hier, ne? Ja, durchaus. Natürlich haben wir uns auch von sehr vielen Sachen inspirieren lassen. Da sind ein paar Schöpfungsmythen mit drin. Natürlich einschlägig bekannte Serien und Bücher. Wir sind große Comic-Fans. Natürlich werden wir auch visuell, da kam diese Inspiration ursprünglich auch her, davon beeinflusst. Aber wir wollten auch was erschaffen, was wirklich sein eigenes Ding ist. Nicht dieses, ich sag mal, D&D, da gibt es Zwerge und Elfen und das ist alles mittelalterlich. Wir wollten auch was schaffen, was man so noch nicht so gesehen hat. Daher kam diese Idee mit der gespaltenen Welt, mit diesen Fegefeuern, diesen Purgatories.
die Welt langsam auffressen und der Stille, die sich ausbreitet. Also es sind natürlich viele Inspirationen drin, aber es sind auch eigene Sachen drin, die wir so noch nicht gesehen haben. Deswegen hat es auch lange gedauert, an dem Zeug zu arbeiten. Was wir machen können, wir können eine bestehende Karte upgraden. Das ist die, mit der, wo die Einheiten spawnen. Das wären dann statt 2, 3. Mit anderen Worten, die wäre 50% so stark. Wir könnten eine neue Battlecard nehmen, die haben wir uns eben angeschaut. Oder diese neue, und die würde ich gerne machen. Denn dadurch können wir Einheiten, die in Bedrängnis sind, boosten, dass die 6 Sekunden lang, und das ist ja bei den schnellen Kämpfen lang, geschützt sind vor Schaden und auch nicht so schnell stiften gehen. Generell finde ich es gut, im Augenblick, weil wir nur eine Kampfkarte haben, eher auf mehr Karten zu gehen. Denn die haben ja voneinander getrennte Balken, wo die so sich allmählich aufladen. Und wenn wir 2 Karten haben statt einer, die sich langsam aufladen, haben wir auch doppelt so viele Möglichkeiten, in Kampfe einzugreifen. Deshalb finde ich eine neue Kampfkarte, Laura, eigentlich eine klügere Überlegung als eine bestehende, im Moment abzugraden. Ja, ich denke auch, das macht Sinn hier. Das haben wir geschafft und einmal raus wieder. Wir haben ganz kurz vielleicht eine Kleinigkeit, ja, die ich nur gerade gesehen habe. Du hast bei dem Level-Up so eine weiße Flagge als Icon noch gesehen. Mhm. Das bedeutet, dass deine Armee jetzt eine größer geworden ist. Du kannst eine Einheit mehr führen in der Schlacht. Du hast nicht mehr 5, sondern 6 als Maximum. Das heißt, der Priester kriegt das relativ langsam. Lorelei als Generälin kriegt das relativ zügig und kann deutlich größere Armeen bauen. Das ist einer der wichtigen Fortschritte bei einem Level-Up. Nicht nur die Karten, sondern auch die Armeegröße steigt. Es ist nicht bei jedem Level-Up so, sondern ich glaube, hin und wieder nur gibt es dann so einen Sprung, ne? Genau. Eine Sache müssen wir auch noch erklären. Wenn man eine Stadt oder eine Festung oder eine befestigte Brücke erobert hat, gibt es für eine Runde, nämlich für die aktuelle Runde, keine Ressourcen aus der Stadt. Man kann in der Stadt auch keine Einheiten rekrutieren und man kann nur in dieser Runde, wenn man will, diese Karte ziehen, eine Plünderungskarte. Ich bekomme eine einmalige Goldbeute und kann danach dann stiften gehen. Also falls man einen Ort dann brandschatzen möchte, weil man meint, ich kann den eh nicht halten, dann wäre das eine Möglichkeit, da mal etwas abzugreifen und sich auf die böse Seite der Macht zu stellen oder auf die dunkle. Kann Orte auch wirklich komplett zerstören. Die werden dann zu Ruinen, wenn sie Level 0 sozusagen erreichen. Das ist natürlich ideal, wenn man durchs gegnerische Land amok läuft und nur verbrannte Erde hinterlassen möchte. Und es gibt auch Charakter und Fraktionen, die voll optimiert darauf sind, möglichst viele Sachen zu zerstören, weil die da einen Großteil ihrer Ökonomie draus ziehen. Im fertigen Spiel wird es 3 unterschiedlich spielbare Fraktionen geben. Die Starborn, die Firstborn und die Crusade. Und bei der Kampagne, die wir hier spielen, spielt man da immer aus der Sicht von einer Gruppe und dass man nur die erlebt oder wechselt das innerhalb der Kampagne? Also wir werden alle unsere Factions treffen in der Kampagne. 2 davon wird man hauptsächlich spielen. Die werden sich auch abwechseln in den Protagonisten. Und eine Faction, den Crusade, das hat man in der Einleitung schon gesehen, das ist eher unsere Gegnerfraktion. Der ist noch nicht spielbar in der Kampagne. Allerdings in den Skirmish-Karten, in den zufallsgenerierten Karten, kann man auch die Bösewichte sozusagen spielen. Jetzt bauen wir einen goldenen Tempel und dadurch produzieren wir 4 göttliche Gunst oder himmlische Gunst Runde für Runde. 75 Baumaterialien, 130 immer mühsam angespart, in Gold baden wir. Einmal hier drauf, zack, wunderbar, da entsteht der Tempel. So, und jetzt haben wir noch genug Bewegungspunkt. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier Armeen ausheben können. Ja, wunderbar. 2 weitere können wir hier reinpacken. Oh, warum wurde der Beutewagen hier nicht abgeladen? Weil diese Location eben nicht über Versorgung verfügt. Das sind wirklich nur Städte und Militärorte, sowas wie Festungen oder Watchtowers, Forts. Mhm. Und du kannst den Versorgungsperk an Locations knüpfen, wenn du bestimmte Gebäude baust. Okay. Also die wären ideal zur Festung zurückzubringen, die Bergen hier. Was wir haben hier jede Menge Bogenschützen, Fernkampf und magische Fernkampfeinheiten. Laura meinte eben schon, unbedingt mehr Nahkampftruppen reinhauen. 2 stehen uns zur Verfügung, das hier sind auch Fernkampfeinheiten und das hier vorne sind Priester. Das sind auch Fernkampfeinheiten, oder? Genau, beide. Ich würde dir jetzt raten, eine von den beiden Summoning-Karten zu spielen. Die größere von den beiden, die du gerade im Level-Up erhalten hast, die linke. Mhm. Die linke von den beiden. Die wird dir eine von 2 seltenen Truppen beschwören. Die ziemlich stark sind. Also wenn du Glück hast, bekommst du sogar eine
Warum kann ich die gerade nicht? Starke Unit daraus. Das ist merkwürdig. Kannst du es nochmal versuchen? Ja. Ich glaube, es ist ein Bug tatsächlich, den du gefunden hast. Ah, nee, vielleicht war ich nicht innerhalb des Kreises oder irgendwas. Und jetzt haben wir die hier erzeugt, wurden aus dem Pool gezogen. Sehr gut. Ist jetzt auch eine Nahkampfeinheit. Mhm. Kannst du vor deine Fernkämpfer stellen. Prima. Diese Runde können wir die nicht nochmal spielen. Doch, wir können die. Nee, wir können die nicht nochmal spielen. Wir haben auch gar nicht die Gunst dafür. Es geht eh nicht. Wir gehen wieder raus. Wir könnten eine Runde abwarten, die nächste Runde nochmal spielen, aber dafür reicht die Gunst nicht aus. Ich würde mal sagen, wir ziehen mit denen raus, hier oben rein. Oder wir ziehen mit ihnen hier weiter. Mal schauen, wie es hier mittlerweile aussieht. Ja, die sind fast geheilt. Man kann so übertreiben mit der Heilung. Das sind die mal hier unten drin. Und die werden ja mitgezogen. Einmal. Das geht nicht. Wir ziehen die hier mit. Die sind in der Reserve. Die könnten wir in der Garnison lassen, damit die heilen. So. Und die nehmen wir mit in den Kampf. Die nehmen wir auch mit. Wir gehen raus. Und ziehen mit denen jetzt erstmal rüber. Ah, wir könnten noch mehr Leute mitnehmen. Wir können ja hier die Truppen rekrutieren. Oder Laura meinte ja, glaube ich, hier oben rekrutieren, ne? In der Stadt. Okay, Alex nickt schon. Dann ziehen wir mit der hier. Wie weit kommen wir mit denen? Kommen wir bis in die Stadt? Fast, nicht ganz. Da wir den Ort hier nicht blocken wollen, ziehen wir mit dem mal. Können wir in einen Wald reinziehen? Nee, nicht. Ziehen mal bis hier hin. Oder meint ihr, wir können jetzt die Truppe hier schaffen? Du kannst ja mal deine Armee abwählen und die rechtsklicken, um sie zu inspizieren. Einfach mal so einen Überblick, wie stark die sind. Die sehen nicht nach viel aus, die sind aber relativ potent. Also die oben, die Viecher, die haben so große Giftexplosionen. Das untere, der große Titan da, der beschwört ständig neue kleine Viecher. Du musst also irgendeinen Trick haben, um die in Nahkämpfe zu verwickeln. Der Priester hat den ja idealerweise mit seinem Engelsbeschwören. Aber wenn du die nicht verwickeln kannst, dann werden die dich schnell überrennen. Ach, wir machen das, komm. Auf gut Glück, das Einzige, was schief gehen kann, ist, dass ihr beide euer Gesicht verliert. Da muss ich damit leben. Komm, wir machen das. Wir stürzen uns hier einmal drauf, volle Pulle und Attacke. Du hast auch alle deine Beute mitgenommen, um das Risiko besonders. Ja, natürlich. Wenn schon, denn schon. Alles an Beute mit dabei. Die schützen wir jetzt hier. Die werden nämlich angegriffen. Einheiten in den hier reinschicken einmal. Fliegende Einheiten aufs Ziel. Ja? Genau. Kannst du direkt auf diese Schießer da oben reinfliegen lassen. Rückzug machen wir natürlich nicht. Dann können wir Feinde wieder unterstützen. Und das waren... fliegende Einheiten stehen da vorne, okay. Damit schützen wir nochmal unsere Angreifer. Da wollen wir Feinde produzieren. Hier kommen fliegende Einheiten drauf. Ja, wir schaffen das. Wunderbar, glorreicher Sieg, es hat funktioniert. Jede Menge Beute, wir baden in XP, großartig. Wir haben es hinbekommen. Feige Bande flüchtet vor uns, wir können nicht mal nachsetzen. Unfassbar. Und wir haben keine Truppe verloren. Wunderbar. Also es sind ein paar Kämpfer, sind natürlich gestorben, aber die können auch neu rekrutiert werden. Ein bisschen Schund ist immer. Zynischer Kommentar von Alex, den er gerade gedacht hat, aber kann man so formulieren. Jetzt ziehen wir hier vorne raus und weiter. Das ist alles okay, die bleiben hier und heilen. Die Garnison-Einheiten hier sind gebunden. Einmal rauf und hier vorne nochmal einen Angriff. Achso, Angriff. Einmal hier rüberziehen, das ist ja unser Trupp. 5 Bewegungspunkte bleiben übrig. Bis zur Stadt kommen wir nicht ganz. Dann bleiben wir erstmal hier drin. Dann muss uns eine Kucke auch keine Sorgen machen. In der nächsten Runde geht's weiter. Und eins weiter, ne? Genau. Und es die ist sehr gut, deine Runde in einem Ort zu beenden, wie der Brücke, wenn du marschiert bist, weil du dort vor dem Hinterhalt sicher bist. Wenn du im offenen Feld marschierst und du wirst angegriffen, wirst du in den Hinterhalt verwickelt. Alles gut, eine Runde weiter. Gerne schon mal Feedback aus dem Chat.
Was haltet ihr vom Spiel? Habt ihr noch Fragen? Ich bin sehr aufs Spiel fokussiert, deshalb antworte ich auch leider nicht auf die Abos hier. Entschuldigt bitte, mache ich nachher noch. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Lars ist im Chat und kann mit euch drüber reden. Und wir können auch Fragen aufnehmen. Ich gucke allerdings nicht so oft in den Chat wie sonst, weil ich aufs Spiel fokussiert bin. Entschuldigt bitte. Eine Runde weiter. Sieht interessant aus, heißt es im Spiel. Im Chat. Und mit denen hier vorne, genau, können wir hier nachsetzen. Und die hier, ja komm, bevor die komplett aushalten. Obwohl, das ist ja eine graue Fraktion, vor denen müssen wir eigentlich keine Angst haben. Warum habe ich die überhaupt angegriffen, frage ich mich gerade, Laura. Blutdurst oder hat es spielerisch mir irgendwas gebracht? Naja, Erfahrungspunkte hat es dir auf jeden Fall gebracht und die werden aggressiv, wenn du mit einer schwachen Armee dich in die Nähe bewegst. Du spielst jetzt sehr vorsichtig, deshalb hast du keine schwache Armee in ihrer Nähe. Deshalb sind sie dir auch gerade nicht gefährlich. Genau. Ich würde dir jetzt raten, ein bisschen mehr von der Karte zu erkunden und dich langsam vielleicht Richtung Hauptstadt oben zu okay. bewegen. Ich hatte eigentlich vor, die Beutewagen hier zu übergeben erstmal. Das macht auf jeden Fall Sinn. Den nehmen wir jetzt mit. Nach oben hin und liefern die ab. Geht das von alleine weg? Ein kleiner Bug. Mini-Bug. Gibt's noch gefixt. Geh nochmal raus, geh nochmal einmal rein. Oh Gott, jetzt haben wir nochmal Regroup. Und das ist die Garnison, die können wir nicht verschieben. Und mit denen Maschine weiter nach oben. Die haben kein Militär zum Übergeben. Die behalten die für den Einsatz, damit die irgendwas an Nahkampf haben. Wir könnten ihnen noch eine Nahkampfeinheit übergeben, ja. Das könnten wir machen. Packen eben den noch einmal Nahkampf mehr hier vorne hin. Was war das hier? Das war auch Fernkampf. Fernkämpfer, ne? Die schießen Blitze, sehr, sehr wertvoll. Die würde ich ein bisschen zurückziehen. Ja. Mhm. Einmal so und wieder raus. Und jetzt passt es. Das mache ich nur der Ordnung halber. Jetzt können wir mit der Truppe hier vorne, mit der Armee raufziehen und hier die Vorratswagen abgeben. Wir haben 228 Gold und gleich nur viel, viel mehr. Großes Lob im Chat fürs Art Design und vieles andere mehr. Freue mich auch, wie viele Leute da sind. Sind wir hier vorne angekommen? 596 Gold. Liebe Leute, ich bin großzügig. Jeder, der sich im Chat meldet, bekommt ein halbes Goldstück. Jeder, der in den Chat reinschreibt, Alex und Laura, ihr seid zwei Goldstücke, bekommen sogar zwei Goldstücke ausgehändigt. Ja. Einmal oben angekommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht. Und können hier Einheiten rekrutieren. Laura, denk mal laut nach. Was würdest du mir empfehlen und uns? Also die Einheit, die du gerade rekrutieren kannst, ist eine Einheit, die langsam ist. Achtung. Brauchen wir nicht. Sie ist doch die Kappe. Würde ich dir fast raten. Naja, auf der anderen Seite, du musst dich gerade eigentlich nicht in schnellem Tempo über die Karte bewegen. Von daher kannst du die ruhig rekrutieren. Ich würde die allerdings eher an deine andere Armee übergeben. Okay. Genau. Die sind sehr tanky. Den vorne. Ja, aber wir müssen uns ja ein bisschen aufstellen hier, ne? Weil wir haben 7 Armeeplätze. Wir haben 6 Truppen drin, wir haben noch Reserve. Also ich würde, die kann man ja jede Runde kaufen. Wie viel Bewegungspunkte hatte die andere Armee noch? Die hatte 6. Die kommt nicht bis da oben hin. Die kommt hier rein. Die könnte hier unten auch, die können hier unten auch Armeen kaufen. Ne? Hier oben kann man gar nicht so viel kaufen, aber die sind so, die sind besonders gute, meintet ihr, Laura, ne? Mein Tipp, du kannst, du hast hier sehr viele verschlossene Einheiten, beziehungsweise die ist sehr, sehr mächtig, die nächste. Diese Karte hier erlaubt dir, die Location aufzubauen, indem du Baumaterial investierst. Und dann bekommst du diese mächtigen Katapulte hier. Du siehst rechts dieses Level 1 von diesem Ort. Siehst du das auf dieses runde Icon auf der rechten Seite, wo die runden Icons sind unter dem Porträt? Das Icon auf der linken Seite, Level 1. Ah, hier, genau. Genau, und der Prosperity-Level, der steigt langsam. Wir brauchen noch einen weiteren Prosperity-Punkt. Den hätten wir nächste Runde dann schon. Und du meinst, dass wir dann die Karten schon zur Verfügung haben, beide, ne?
Genau, zumindest nächste Runde willst du sie aufbauen und dann haufenweise diese sehr zähen Fronttruppen bauen und dahinter Katapulte stellen. Das ist sehr, sehr mächtig. Idealerweise in der Priesterarmee. Okay, das heißt, nächste Runde haben wir Level 2, weil wir dann einen Prosperity-Punkt mehr haben. Dann spielen wir diese Karte auf. Dann erzeugen wir noch mehr. Nee, was erzeugen wir dann? Noch einen Prosperity-Punkt mehr pro Runde damit, ne? Also die Prosperity-Punkte füllen sich jede Runde auf. Im Moment plus ein pro Runde. Ach, damit kommt der Level ab. Alles klar. Okay. Genau. Dann kannst du diese Aufbaukarte spielen und dieses ganze Gebäude hier wird zur Level 2 Festung. Und dann bekommst du neue Karten, mehr Einkommen, stärker Garnison, stärker Verteidigung. Und dann können wir nächste Runde für tierisch viel Geld die Katapulte kaufen und mitschleppen, ne? Die mich ich glaube so allerdings, das ist noch nicht nächste Runde, wenn ich mir den Balken so angucke. Oder? Aber er steht 4 von 5. Ah ja, okay. Ja, das ist so ein Halbkreis und ein winziges Viertelchen vom Halbkreis ist noch leer. Okay. Ich würde aber trotzdem die schon mal kaufen. Kaufen wir, nehmen wir einmal mit. Kommt mir vorne in den Nahkampf hier hin. Weil ich habe so viel Geld. Ich will es auch einmal ausgeben. Hier könnten wir auch Truppen rekrutieren, mit ihm abholen. Und dann hier vorne die alle parken. Dann können wir hier die immer abholen gehen. Kommen wir bis hier hin? Nein. Ziehen einmal hier rein mit ihm. Muss er heilen diese Runde? Nein. Kann gar nicht heilen. Ziehen hier einmal hin. Jetzt sind wir hier vorne. Und jetzt können wir hier auch noch mehr Truppen kaufen. Er hat alle seine Plätze voll. Die können wir aus der Garnison wieder rausnehmen. Die kann er mit sich schleppen. Er hat ja zu wenig Nahkämpfer. Die könnten wir austauschen gegen eine der vielen Fernkampfeinheiten. Die Akolyten, die müssen eh noch heilen. Die ziehen in der nächsten Runde weiter. Einmal hier Fernkampf. Einmal hier Nahkampf schnell. Einmal Nahkampf. Oh. Einmal hier hin, einmal so hin. Das ist da okay. So können wir arbeiten. Da können wir noch irgendwas kaufen, was die in der Reserve mit sich schleppen nachher. Und die bauen tendenziell immer noch Nahkämpfer, die hier hinten schützen, oder? Das wäre eine gute Idee, ja. Welche würdet ihr allerdings nehmen? Du willst in der Festung ja auch gleich diese Nahkämpfer, die du gerade rekrutiert hast, abholen. Das sind diese mit den Riesenschilden, die sind ideal als Verteidiger. Du könntest einfach ein paar Ritter mitnehmen und die der Lorelei übergeben. Dann hat die eine sehr starke Ritterarmee, um einfach den Rest der Karte platzieren. Das heißt, diese Rage Worn, die kaufen wir für die. Genau, die sind sehr stark, ja. Nehmen die einmal mit. Wir haben auch gar nicht mehr genug Bewegungspunkte, um noch weiterzuziehen oder einen. Setzen einmal aus. Wir könnten ruhig noch eine Einheit hier kaufen. Wozu horten? Geld muss investiert werden. Nehmen du willst noch Katapulte kaufen nächste Runde. Ach, stimmt. Die sind recht teuer. Okay. Einmal ein Spartipp. Unter einer Runde weiter. Interessant, wie viel man doch drüber nachdenken kann, was man macht. Ich dachte, wir kämen im Handumdrehen hier durch, aber wir reden auch viel, überlegen uns verschiedene Strategien. Hätte ich nicht gedacht, dass das so, obwohl man relativ wenig Armeen hin und her zieht, dass sich doch so viel Komplexität und so viele mögliche Alternativen an Vorrücken, an Einsätzen, an Kaufen und an Aufleveln ergibt. Macht mir viel Spaß, muss ich sagen. Jetzt könnten wir hier noch eine Kavallerietruppe kaufen, aber zuerst schauen wir uns hier mal rein. Jetzt haben wir die Level-Up-Karte, mit der wir hier das Level aufrüsten. Jetzt haben wir eine Stufe 2 hier, Stufe 2 Stadt hier drin. Und jetzt können wir die ganz coolen Einheiten rekrutieren. Das sind die Katapulte. 150 geben wir aus. Die hätte ich auch gern sofort. Ich packe die einmal in die Reserven rein. Aus irgendeinem Grund geht es gerade nicht. Ich packe mal eine nach hinten wieder rein. Die nehmen wir mal hier hinten hin. Ganz nach hinten, die haben sicher eine riesige Range hier. Einmal Nahkampf hier hin. Wir können die sogar hinten lassen zur Verteidigung von denen. Ganz viel Kavallerie vorne. Die beiden werden dann automatisch gezogen. 271. Wir überlegen uns, ob wir diese Runde noch vorziehen mit denen. Wollen wir von hier aus irgendwas angreifen und erkunden? Oh lala. Noch eine Stadt. Level 2 Stadt, Level 2 Stadt. Irgendwas mit Level 3 und mal gucken gehen hier unten.
Komm, da gehen wir mal gucken. Wir rekrutieren noch eine Truppe. Oder wir rekrutieren nächste oder übernächst nächste Runde nochmal Katapulte und sammeln einmal ein bisschen. Wir gehen mal voll auf Katapulte. Wir sammeln nochmal was. Du kannst auch die Brücke unter dir noch aufbauen. Die gibt nämlich Gold und Baumaterialeinkommen. Wenn du die Brücke anwählst, kannst du sie so aufbauen wie die Festung eben. Diese Brücke hier oder welche? Genau, weil die hat auch gerade Level 2 erreicht, diese Runde. Und jetzt kannst du sie auf Level 3 aufrüsten. Ah, wunderbar. Die, auf der Strategiekarte musst du sie anklicken. Ach, muss ich da nicht einen Helden S drin haben, damit das geht? Nein, nein, du, Städte kannst du einfach aufrüsten, indem du die Stadt selber einfach anwählst. Damals gemacht und eins mehr. Und jetzt haben wir hier vorne den Trupp. Genau, wir sind auf Level 2. 2 Prosperity bekommen wir jede Runde dazu. Wir haben 15 in 2 Runden, sind wir schon auf Level 3 damit. Und könnten dann... Ach, wir baden in Geld, aber trotzdem. Wir bringen erstmal Truppen rüber. Jetzt Ewigkeiten zu warten. Wir nehmen noch eine Verstärkung mit. Wir nehmen noch eine Kavallerietruppe mit. Das waren diese hier, die Rage Sworn, ne? Die packen wir hinten noch rein. Jetzt nehmen wir die alle einmal mit an die Front, bitte. Rücken einmal raus. Ziehen einmal hier rüber. Boah, sind die stark. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit ihnen bis zur Stadt rüberkommen. Kämen wir, da könnten wir ihr noch Truppen geben und sie kann dann weiterziehen. Und nein, wir setzen hier nach und machen die mal platt hier. Die schönsten Kämpfe sind immer die, jetzt fehlt ein Bewegungspunkt. Unfassbar. Die schönsten Kämpfe sind doch immer mit vielen Dicken gegen wenige Kleine. Das ist immer ehrenrührig, aber immer sehr hilfreich. Und mit ihnen wollten wir ausrücken und hier unten jetzt hier mal rüberziehen und mal gucken gehen, wer da ist. Da sind wir. Einmal Attacke. Oh, die kriegen direkt auf unser Katapult. Einmal hier Reserven hinstellen. Einmal die Faust hier einsetzen. Einmal den Rittern sagen, hier bitte angreifen, Sieg ist schon erreicht. Diese Wildschweine, wie manche von den ganz großen Kavallerieeinheiten, die du hast, die haben den Linienbrecher, die Sonderregel. Die können quasi durch Einheiten einfach durchwalzen. Deswegen ist es ideal, nicht gegenüber Fernkämpfer oder Katapulte aufzustellen. Chat wünscht sich, ich solle mal hineinzoomen. Weiter hineinzoomen ging, glaube ich, nicht, ne? Oder hätte ich weiter in den Kampf reinzoomen können? Ich glaube noch nicht, ne? Im Kampf kann man reinzoomen, doch natürlich. Ja, okay. Das könnten wir auch mal zeigen, ja. Was haben wir hier geschafft? Einmal kurz anschauen. Das ist unsere Armee. Und wir haben diesen Ort, eine Ruine, haben wir erobert. Was kann man mit der Ruine anfangen, Laura? Kannst du aufbauen, das wird dann ein Hamlet. Eine kleine Weiler. Siedlung, genau. Mhm. Ja, aber leider haben wir kein Building Material dafür. Nächste Runde machen wir das, dann haben wir 30 mehr, dann schaffen wir das. Sehr hübsch. Dann bleiben wir mal an Ort und Stelle, wir haben auch keine Bewegungspunkte mehr unter 1 weiter. Du hast jetzt auch links gerade einen kleinen NPC auf der Map entdeckt. Weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Ich glaube, wir müssen mal, wir spielen ja auch nicht mehr so lange, wir erkunden das hier ein bisschen. Vielleicht, wenn wir noch andere Gameplay-Elemente sehen wollen, vielleicht gucken wir mal, ob wir hier eine Quest bekommen. Wollt ihr mich mal spoilern, ob wir hier links eine Quest erleben? Ja, es gibt so eine kleine Side-Story. Jetzt haben wir den Weiler hier ausgebaut. Wunderbar. Gucken wir uns den einmal an. Der ist jetzt wieder da. Eine kleine Location, die so langsam vor sich hin baut. Ganz kleine Erträge nur gibt, aber immerhin. Ein bisschen heilen würden wir hier. Aber wir können auch so weiterziehen. Wir ziehen mit ihr mal. Das ist ein Beutewagen, den wir hier ergreifen können. Sehe ich das richtig? Nee, ein Story-Element, oder? Wir ziehen mal hin. Ja. Ich krieg's mal selber. Das ist eine Platzhaltereinheit. Soll kein Beutewagen sein, sobald sie richtig eingebaut ist. Was? Aber hier stehen jeweils so Bücher. Bücher heißt Quest erleben wir hier, ne? Ja, du kannst auch einfach nur in die Nähe laufen, dann wird schon irgendwas passieren, aber du kannst dir noch versuchen anzusprechen. Oh, wir werden angezischt. Jemand flüstert. Hey, komm mal her. Ja, wir kommen her. Und?
mal direkt draufklicken. Es ist ein bisschen kleinteilig gerade. Ah, Pip, der Ritter. Och, wie süß. Ein Bulle mit Glitzerband und einem kleinen Karnickel oder einem Hasen im Ärmchen. Laura, worum geht? Geht es um ein Koboldtier? Sehe ich das richtig? Genau, also das kleine Tier tatsächlich ist der Kobold. Und das ist sein großer Gefährte sozusagen, der mit ihm mitreist. Also Pip der Kobold ist der kleine von den beiden. Das ist der kleine Pip hier. Und die Armee besteht. Ach, das sind Platzhalter, meintet ihr, ne? Das ist noch nicht die fertige 3D-Einheit. Da kommen später noch andere Sachen hin. Und was können wir mit ihnen jetzt erleben? Am besten gehst du auf der Strategiekarte nochmal, ziehst auf die Armee drauf mit dem Buch-Icon. Mit dem Buch-Icon? Ich glaube, da ist gerade ein kleiner Bug, wenn du zu nah dran stehst. Vielleicht auch mal einen Schritt zur Seite und wieder hin. Okay. Einmal wieder wegziehen, nach oben hin? Oder egal? Genau. Ja, egal wo. Und dann einfach nochmal kurz. Links oder rechts? Ein Stückchen weiter weg einfach, sodass du wieder in der geraden Linie draufziehen kannst. Das ist ein kleiner Bug im Movement-System, der wird noch behoben. Jetzt habe ich verstanden. Dann ziehen wir nochmal eins zurück. Ziehen jetzt nochmal hier hin. Nee, da bleiben wir gerade kleben. Vorführeffekt. Ja. Das ist ja nicht so schlimm. Wähl deine Armee nochmal kurz an. Ich glaube, du hattest sie abgewählt gerade. Und jetzt, also mit der angewählten blauen Armee von dir, mit der Lorelei, nochmal auf den drauf jetzt, dass es geht. Ah, jetzt funktioniert es. Ja, Entschuldigung, das ist noch ein bisschen hakelig. Kann passieren. Mit einem hölzernen Schwert wird, glaube ich, vor unserer Nase hin und her gefuchtelt. Worum geht's, Laura? Na, du triffst hier Pip zum ersten Mal. Pip ist ein kleiner Side-Hero, den du immer wieder treffen wirst. Kleiner Spoiler. Während der Kampagne und Pip begibt sich waghalsig immer in verschiedene Abenteuer. Der ist auf Wanderschaft und sucht einen singenden Stein. Und den sollst du ihm versuchen zu beschaffen oder ihm zumindest dabei helfen. Er vermutet den jetzt hier links in der Location. Mhm. Genau. Und schickt dich da sozusagen hin. Was ich witzig finde, es gibt auch bei den Ortsbezeichnungen oder bei den Bezeichnungen der Fraktionen ganz viele deutsche Begriffe auch oder künstliche deutsche Begriffe, also Wörter, die ihr euch ausgedacht habt, die aus der deutschen Sprache kommen. Das finde ich deshalb nett, weil das Spiel wird ja in München, ihr sitzt in München gemacht, also ist ein Spiel aus deutscher Produktion und auch wenn das für den internationalen Markt natürlich produziert ist und in Englisch mutmaßlich mal entwickelt worden ist, wenn man so ein bisschen Lokalkolorit reinbringt, damit sich nicht ein Spiel völlig egal anfühlt, egal in welchem Land oder in welchem Kulturkreis es produziert worden ist, finde ich sehr charmant. Nicht nur bei deutschen Spielen, auch bei französischen, bei skandinavischen, bei Leuten aus dem osteuropäischen, slawischen Kulturraum. Ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn solche Elemente drin sind. Und hier müssten wir jetzt auch den Angriff durchführen. Ja, müssen warten. Jetzt kommt wieder ein Sturmangriff auf unser Katapult. Oh, die Tooltips sind weg. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Da ist der Tooltip wieder da. Einmal ein Angriff hier drauf. Ein Angriff der Ritter. Hier hin. Ja. Da ist eine starke Einheit. Die einmal niederschlagen, bitte. Als nächstes können wir die Reserven uns wiederholen. Oh, das ist doch ein harter Kampf. Du kannst auch mal reinzoomen, das geht in der Schlacht auch. Oh, wie hübsch. Das ist ein bisschen besser. Dann einmal den Faustangriff hier drauf. Ein Sturmangriff hier hin. Betäubt. Moment, ausgeschaltet. Noch einmal die magische Faust hier einsetzen.
Das war's, wir haben es geschafft. Ein Sieg. Wunderbar. Ich hatte kurz Angst um dein Katapult. Ich auch. Aber das würde ich niemals öffentlich zugeben. Ja, das hat geklappt. Ein Level up für unsere Helden. Schon wieder. Wir werfen mal einen Blick in die Stadt hinein und auf unsere Armee. 6 von 7. Mit anderen Worten, einer unserer Trupps ist verloren gegangen. Durch großartiges taktisches Geschick meinerseits. Kann ja mal passieren. Die kommen wahrscheinlich wieder irgendwann mal. Wir können Level-Ups machen und vieles andere mehr, sind aber am Ende der Zeit. Ich sage nur mal kurz den Damen und Herren auf YouTube. Auf Twitch wollen wir noch ein bisschen weiterreden, kurz. Dass ihr in der Textbeschreibung auf YouTube einen Link führt, der auf die Steam-Shop-Seite führt. Dort könnt ihr das Spiel bei Interesse wishlisten. Ihr könnt eine Demo runterladen vom 9. bis zum 16. Oktober. Läuft die dort, das ist diese Version. Da könnt ihr selber euer Glück versuchen, allerdings dann ohne Entwickler-Cheat an eurer Seite. Und ob es, wie gesagt, noch für Konsolen, für andere Plattformen rauskommt, ist alles noch nicht so richtig bekannt. Release-Datum gibt es auch noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein einzigartiges Spiel. Weil diese Art, sowohl vom Artwork, von der Inszenierung, Spielwelt, von der Grafik, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich mal einzigartig und auch mutig, ein Spiel sich komplett selber auszudenken, sowohl von den Spielmechaniken her, als auch von der Inszenierung, was zu riskieren und nicht den x-ten Teil von irgendeinem bekannten Konzept einfach wieder runter zu nudeln. Das ist eigentlich das, was wir Spieler und Spielerinnen uns wünschen. Dass Entwickler trotz aller wirtschaftlichen Ängste und Zwänge auf diesem Hochrisikomarkt, der Spielemarkt ja ist, ein Risiko eingehen, einen Entwurf machen, einen künstlerischen und einen Gameplay-Entwurf, den dann durchziehen und sagen, wir probieren es mal. Und ich finde, es geht gut auf. Man hat jetzt schon tierisch viel Vergnügen. Und ich sage auch einfach mal, vielleicht auch für die gerade zuschauen, pauschales Dankeschön dafür, dass ihr mal auf nicht ausgetretenen Pfaden wandelt und euch wirklich was riskiert habt mit diesem Entwurf hier. Danke an Laura und an Alex und Grüße ans Team. Vielen herzlichen Dank. Wir sind auch stolz auf das, was wir basteln. Und ja, freuen uns, dass dir gut ankommt.